Kyoto, vor 18 Jahren. Yoko bedeutet Sonnenkind, sagte das Mädchen mit dem knallroten Sonnenschirm. Aber ich glaube, das war meinen Eltern egal, als sie mir den Namen gegeben haben. Sie ließ den Schirm auf den Boden knallen und zerquetschte Ameisen damit. Und was bedeutet dein Name? Sachiko heißt Segen, antwortete Sachiko. Und? Bringst du deinen Eltern Segen? Meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben, sagte Sachiko betrübt. Und mein Vater würde wohl eher von Schande sprechen, wenn er mitbekommt, dass ich mich nachts mit dir am Fluss herumtreibe. Yoko lachte. Sie besaß eine lockere und unbeschwerte Natur, obwohl sie es nicht immer leicht hatte. Neben der Schule musste sie viele Stunden hart arbeiten. Ihr Vater besaß eine Schuhwerkstatt, in der sich Yoko beinahe jede Sekunde ihrer Freizeit aufhielt. Vom Nähen der Schuhe waren ihre Hände ganz rau und rissig. »Ich werde mal Geisha, stark und schön. Niemand wird mir widerstehen können.« »Eine Geisha, die Insekten zerdrückt?« fragte Sachiko skeptisch. Yoko streifte mit dem Daumen lässig die Schirmspitze entlang und schüttelte die toten Ameisen ab. »Ja, eine Draufgänger-Geisha.« »Du musst den Männern gefallen«, meinte Sachiko. »Es gefällt ihnen sicher nicht, wenn du irgendwas platt machst.« »So? Was willst du denn werden? Das hässliche Entlein?« »Warum nicht? Mein Vater sagt immer, wer schön sein will, muss leiden. Und ich bin ein Segen. Ich muss nicht leiden.« Die Mädchen kicherten. Sachiko betrachtete den Neubau, vor dem sie standen. Loftwohnungen am Ufer des Kamo. Das Gebäude faszinierte Sachiko. Warum, wusste sie nicht recht. Sie wandte sich Yoko zu. »Ich weiß, was ich machen will, wenn ich groß bin. Häuser bauen.« »Häuser bauen?« »Ja, ist das nicht spannend? Sie haben einen deutschen Architekten geholt, der sich dieses Haus dort ausgedacht hat. Guck mal, wie hoch die Dachgiebel sind. Oh, sieht das nicht cool aus?« »Na, du bist mir mal ein komischer Segen.« Yoko kicherte. Hinter ihnen war plötzlich ein lautes Knacken zu hören, als ob jemand auf einen Ast getreten wäre. Es war so spät und so still, dass es den Mädchen wie ein Donnerknall vorkam. Erschrocken fuhren sie herum. Doch bis auf tiefe Dunkelheit war nichts am Ufer zu erkennen. »Nicht schon wieder«, flüsterte Yoko. »Nicht schon wieder?« Sachiko wandte sich zu Yoko. »Was meinst du?« Yoko antwortete nicht. »Yoko, wer ist da?« »Sie beobachtet mich.« »Wer?« »Ich weiß es nicht. Sie war vor ein paar Tagen schon einmal da. Es ist jedes Mal, als würde sie plötzlich hinter mir stehen. Einmal habe ich mich umgedreht und konnte noch ihren blauen Kimono im Wind flattern sehen, bevor sie verschwunden ist. Und in der Hand hielt sie eine riesige Schere.« Sachiko musste an die Zeitungsartikel der vergangenen Tage denken. Seit einigen Nächten wurden immer öfter Leichen von Frauen, vor allem von Mädchen, gefunden. Eine Mordwelle, die bereits durch Kobe und Osaka gegangen war und jetzt in Kyoto ankam. »Vielleicht bildest du dir das nur ein«, meinte Sachiko schließlich. »Ja, vielleicht«, entgegnete Yoko. »Komm, weg hier und nach Hause.« Die Gasse, durch die sie hasteten, war extrem schmal. Sachiko und Yoko passten gerade so nebeneinander. Als wäre es nicht schon so eng genug, ragten auch noch Leuchtreklameschilder auf den Gehweg. Während die Ladenbesitzer Kyotos arbeiteten, waren die Schilder eingeschaltet, doch zu dieser späten Stunde waren sie erloschen. Die Gasse lag im Dunkeln. Sollte ihnen jemand entgegenkommen, säßen sie in der Falle. Das wusste Sachiko. Dennoch hielt sie es für das Schlaueste, diesen Weg zu nehmen. Wenn die Kimono-Frau mit der Schere wirklich mit den Morden zu tun hatte, war sie vielleicht hinter Yoko und Sachiko her. »Ich spüre, dass sie hinter uns ist«, flüsterte Yoko. Sachiko schaute über die Schulter. Alles, was sie erkannte, war die Leuchtreklame eines Restaurants, dessen Besitzer vergessen haben musste, sie auszuschalten. »Alles in Ordnung«, flüsterte Sachiko. »Wir sind gleich zu Hause.« »Schläfst du heute bei mir?« »Ja, gern. Mein Vater ist in London und die Nanny, die würde nicht mal mitbekommen, wenn um sie herum die Welt untergeht.« Sie gingen weiter.
so leise wie möglich. Das heisere Flüstern ihrer Freundin und ihr angstvoller Blick machten Sachiko Angst. Plötzlich sammelte sich Nebel vor ihnen, der mit jedem Schritt dichter wurde. Nicht nur, dass Nebel für Kyoto ungewöhnlich war, dieser Nebel war seltsam, viel zu dicht. Sachiko verdrängte diesen Gedanken. In Panik zu geraten würde nicht helfen. Was zählte war, dass die Gasse in wenigen Metern endete. Dann würden sie den Marktplatz erreichen und von dort aus war es nicht mehr weit bis zu Yokos Haus. Sie erreichten das Ende der Gasse und gelangten auf den Marktplatz. Tagsüber herrschte hier Lärm, doch um diese Zeit war es still. Der Marktplatz lag vor ihnen wie ein großer, dunkler See. Ein kleiner Brunnen befand sich am Ende des Platzes, keine 80 Meter von ihnen entfernt. Jedes Mal, wenn Sachiko an dem Brunnen vorbeilief, sprudelte dort Wasser. Nun war der Brunnen versiegt. Der Markt schien so leblos. Es war fast, als wären sie in einer Geisterstadt. Nach links, sagte Sachiko. Ich kenne eine Abkürzung. Sie griff Yoko bei der Hand, zog an ihr. Doch Yoko rührte sich nicht. Sie stand wie versteinert da und starrte in Richtung des Brunnens. Sachiko stockte der Atem. Direkt neben dem Brunnen stand eine Gestalt und beobachtete die Mädchen. Eine Frau in einem blauen Kimono. Nein, keine Frau, kein Mensch. Es war der Geist einer jungen Frau. Ihr schwarzes, langes Haar wirkte wirr und zerzaust. Mit kalten, blauen Augen funkelte sie Sachiko bedrohlich an. In der Hand hielt sie eine riesige Schere. Obwohl sie verrostet war, wirkten die Klingen scharf geschliffen. Sie waren so lang wie der ausgestreckte Arm eines Mannes. Die Geisterfrau schwebte auf Sachiko und Yoko zu. Weg hier, keuchte Sachiko und riss an Yokos Arm. Doch Yoko rührte sich nicht, als wären ihre Füße einzementiert. Sie kommt, um mich zu holen, wisperte sie. In diesem Augenblick erreichte die Geisterfrau die Mädchen. Sie schien riesengroß. Wind peitschte ihr Haar und bauschte den Kimono auf, obwohl es windstill war. Vor dem Gesicht trug sie ein Seidentuch. Trotz kalter Furcht arbeitete Sachikos Verstand. Sie hatte von der Geisterfrau gehört. Es war Kuchisake Onna, der Geist einer Frau, der junge Mädchen heimsuchte. Sachiko war kein furchtsames Kind. Die Geschichten um Onna hatte sie stets für Märchen gehalten, die man Kindern erzählte, um sie davon abzuhalten, nachts vor die Tür zu gehen. Man sagte, die Geisterfrau trüge die Maske, um ihr entstelltes Gesicht zu verbergen. Angeblich sah es so grauenerregend aus, dass, wer es zu Gesicht bekam, sich vor Angst nicht mehr rühren konnte. Onna starrte auf Yoko herab. Findest du mich? Fragte sie mit eisiger Stimme. Aus ihren blauen Augen sprach pure Bösartigkeit. Yoko brachte kein Wort heraus. Lass uns abhauen, flüsterte Sachiko und zerrte an Yokos Arm. Onnas Kopf fuhr zu Sachiko herum und starrte sie mit hasserfüllten Augen an. Dann holte sie mit der Schere aus. Sachiko sah blitzendes Metall, als die stumpfe Seite auf sie niederfuhr, spürte einen harten Schlag am Kopf und ging zu Boden. Benommen blieb sie liegen. Onna wandte sich wieder Yoko zu. Findest du mich? Ja. Yoko umfasste ihren Schirm. Onna riss sich das Seidentuch vom Gesicht. Was zum Vorschein kam, ließ Sachiko, die immer noch am Boden lag, das Blut in den Adern gefrieren. Onnas Gesicht war eine Fratze. Es war aufgeschlitzt von den Mundwinkeln bis zu den Ohren und spitze Zähne blitzten hervor. Es war das Maul einer wilden Bestie. Findest du mich noch immer schön? Zischte Onna. Yoko schloss die Augen und schluchzte. Onna beugte sich bedrohlich nah zu ihr vor. Yoko rang nach Luft. Nein, geh weg, keuchte sie. Onna riss die Augen auf und aus ihrem Blick sprach pure Wut. Mit einer einzigen Bewegung packte sie Yoko am Kragen, riss sie hoch in die Luft. Die rostige Schere schnellte vor, die Klingen spreizten sich mit einem widerborstigen Quietschen.
Yokos zierlicher Körper hing zwischen den beiden Klingen. Ein kräftiger Schnitt. Yoko kniff die Augen vor Schmerz zusammen, als sie in zwei Hälften zerteilt wurde. Ihr Unterkörper klatschte auf den Boden. Der rote Sonnenschirm schlug mit einem Klappern daneben auf. Einer Fontäne gleich spritzte Blut aus Yokos Oberkörper, den Onna noch immer mit ihrer Geisterhand umklammert in der Luft hielt. Ihr regloser Blick verriet, dass alles Leben aus dem Mädchenkörper gewichen war. Onna schloss die Augen und bleckte die Zähne. Dann warf sie den leblosen Körper zu Boden wie einen Sack Müll. Sinclair Academy, Folge 2. Onna, die Frau mit der Fratze. Es liest Thomas Balou Martin. London. Heute. Was hat das mit der ständig wechselnden Haarfarbe auf sich? Fragte Jack. Ist das ein Modegag? Nein, warte. Bestimmt arbeitest du damit ein frühkindliches Trauma ab. Er lachte über seinen eigenen Witz. Sachiko warf ihm einen bösen Blick zu. Das Lachen erstarb und sie schaute zurück auf die Straße. Als der Fall, dem sie hinterher rasten, in die Academy geflattert war, hatte sie gewusst, dass es eine anstrengende Nacht werden würde. Sie hatte allein hinaus zu den Londoner Docklands, dem ehemaligen Hafengelände, fahren und den Fall lösen wollen. Aber Jack hatte sich ihr geradezu aufgedrängt. Als sie die Sinclair Academy verlassen hatten, hatte ein grauer Mercedes vor dem Tor gestanden. In dem Wagen saßen mit Sicherheit die zwei Agenten, die Sachiko in den vergangenen Wochen überall hin gefolgt waren. Egal, ob sie eine Kunstausstellung besucht oder nur einen Kaffee getrunken hatte, stets hatte der graue Mercedes vor der Tür gewartet. Und stets hatte Sachiko durch die Windschutzscheibe des Wagens ein vertrautes Gesicht entgegengeblickt. Riley, ein schneidiger Mann, leicht an seiner Hasenscharte zu erkennen. Dass ausgerechnet er sie beschattete, war seltsam, aber auch amüsant. Jack schaltete das Autoradio an. Ein Song von Dire Straits ertönte. Jack nickte im Takt mit dem Kopf, aber für Sachiko war die Musik nur ein sägendes Geräusch im Kopf. Sie schaltete das Radio aus. Sachiko, was ist los? Ist irgendwas passiert? Du hättest mich allein fahren lassen sollen. Hätte ich machen können, räumte Jack ein. Aber dann hätte ich die Gelegenheit verpasst, im Rover vom alten Sinclair mitfahren zu können. Wegen einem Auto bist du so aufdringlich? Nicht wegen einem Auto, wegen diesem Auto. Sachiko schüttelte den Kopf. Auch wenn Jack nerven konnte, sie mochte ihn. Er hatte etwas von einem großen Bruder. Und er hatte sich schnell in die Academy eingefügt. Beim Nahkampftraining hatte er in kürzester Zeit das Level der anderen Mitglieder erreicht. Er besaß eine gute Einstellung, war daran interessiert, zu lernen und besser zu werden. Und vor allem war er kein Einzelgänger. Jack war ein echter Teamplayer. Sachiko schaute in den Rückspiegel. Die Fahrbahn hinter ihnen war leer, kein Mercedes zu sehen. Beruhigt atmete Sachiko durch. Was waren das eigentlich für Typen vorhin? Wollte Jack wissen. Kein Schimmer, wen du meinst. Sachiko blickte stur geradeaus. Die in dem Mercedes, die dich schon seit Tagen verfolgen. Sachiko verzog das Gesicht. Das geht dich nichts an. Privatsache. Naja, eigentlich geht es mich schon was an. Um ehrlich zu sein, ist das der Grund, warum ich unbedingt mit zu den Docklands fahren wollte.
Und wie kommst du darauf, dass du mir damit einen Gefallen tust? Überall, wo ich mit dir hingehe, steht dieser Wagen, in dem düstere Gestalten sitzen. Ich mache mir Sorgen, dass du in Schwierigkeiten bist. Danke, ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Das glaube ich gern. Außerdem sind wir verdammte Geisterjäger. Da ist ein Mercedes meine geringste Sorge. Es werden wohl kaum ein paar Dämonen drin sitzen. Sie nahm die Auffahrt auf die A1261. Die Straße war verdammt leer. Ich habe lange in diesem Kloster gelebt, brach Jack das Schweigen. Ich habe ein ruhiges Leben geführt, den Garten gepflegt. Aber weißt du, was ich wirklich die ganze Zeit gemacht habe? Ich habe versucht zu vergessen, was in Afghanistan passiert ist. Sachiko schwieg. Sie konzentrierte sich auf die Straße. Jack sprach unbeirrt weiter. Ich habe die ganze Zeit dunkle Kräfte in mir gespürt. Die Kräfte des Iblis. Ich hatte damals zwar noch keine Ahnung, was es war, aber mir war klar, dass es mit Afghanistan zu tun hatte. Also habe ich versucht, das Ganze zu verdrängen. Hat mich viel Energie gekostet. Und was ist dann passiert? Fragte Sachiko. Dann ist John Sinclair aufgetaucht. Plötzlich stand er vor mir und sagte, Jack, da draußen tobt ein Krieg und wir brauchen Männer wie Sie, um ihn zu gewinnen. Sachiko nickte. Den Spruch kannte sie nur zu gut. Sinclair wusste, dass etwas mit mir nicht stimmte. Dass ich Einsicht in die dunkle Welt habe. Und ich glaube, so eine Geschichte hat jeder in der Academy. Darum hat er uns zusammengetrommelt. Jack schaute in den Rückspiegel. Von dem Mercedes war nichts zu sehen. Und mein Gefühl sagt mir, dass es bei dir etwas mit deinen Verfolgern zu tun hat. Sachiko stieß einen Seufzer aus. Die Typen arbeiten für meinen Vater. Dein Vater lässt dich beschatten? Von wem? Von Agenten? Er hat Angst, dass mir etwas zustoßen könnte. Wie lange geht das schon so? Puh, eigentlich so lange ich denken kann. Jack nickte. Klingt anstrengend. Ist es auch. Und du kannst nicht einfach zu ihm gehen und mit ihm darüber reden? Sachiko rollte mit den Augen. Er ist Militärattaché, ein Mann mit Prinzipien. Diese Art Mensch kennst du doch am besten, Jack. Ja, verstehe. Sachiko fuhr um die Kurve, die Themse kam in Sicht. Sie hatten den Rover direkt unter dem Schild des Billingsgate Fish Market abgestellt. Der Markt öffnete um 4 Uhr morgens, nun aber kurz nach 10 wirkte das Gelände wie eine riesige Betonwüste. Also das Mädchen wurde von einem Geist attackiert, fasste Jack zusammen. Und sie hat es überlebt? Ja, sie ist allerdings verletzt worden. Der Vater hat darauf bestanden, dass sie vor Ort statt in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wird. Er will sie nicht aus den Augen lassen. Richtig. Wie alt ist das Mädchen? 12. Gibt es irgendwelche näheren Beschreibungen von diesem Geist? Er greift mit einem Messer oder einer Schere an und... Hör zu, Jack, sagte Sachiko eindringlich. Ich kann das alleine übernehmen. Kommt nicht in Frage. Jack zog seine Beretta hervor. Ich habe mich vorbereitet. Silberkugeln. Sachiko blickte ihn verständnislos an. Die sollen doch gegen Geister helfen. Du kannst es ja gern versuchen, gab sie kühl zurück, öffnete die Fahrertür und stieg aus. Wird nichts bringen. Sie gingen in Richtung Themse. Nebel zog auf und wurde mit jedem Schritt in Richtung Fluss dichter. Bleib dicht hinter mir, verlangte Sachiko. Sie erreichten einen Holzsteg, der weit in die Themse hineinragte, so dass die Dunkelheit seine hintere Hälfte verschluckte. Einige Boote ruhten verlassen auf dem Wasser, ihre Verteuung knarzte unheimlich. Kaum, dass Sachiko einen Fuß auf den Steg gesetzt hatte, beschlich sie ein Gefühl, das sie nur allzu gut kannte. Sie fühlte sich beobachtet. Das muss es sein, sagte Sachiko und deutete auf ein blaues Hausboot, das am Ende des Stegs verteut war. Hausboote hatten in ihren Augen etwas Romantisches, doch dieses hier war alles andere als romantisch. Es wirkte trostlos und verlassen. Es sah so aus, als würde es darauf warten, vom nächsten Orkan davongetragen zu werden. Hier wohnt das Mädchen? Fragte Jack. Laut Polizei ja, aber wir müssen vorsichtig sein. Der Vater zeigt sich wohl nicht gerade aufgeschlossen, Fremden gegenüber. Sie gingen den Steg entlang.
Am Ziel kletterten sie hinunter auf das Deck des Hausboots. Sachiko bemerkte, dass die Tür einen Spalt breit offen stand. Jemand beobachtete sie von dort. »Wer ist da?« blaffte da auch schon eine tiefe, raue Männerstimme. »Guten Abend, Sir. Mein Name ist Jack Archer, Scotland Yard. Und das ist meine Kollegin Sachiko.« »Verschwinden Sie von meinem Boot!« »Sir, ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind. Ihre Tochter wurde angegriffen.« »Ich diskutiere nicht mit Ihnen. Verschwinden Sie!« Der Mann klang gereizt. Sachiko blieb nur, in die Offensive zu gehen. »Ihre Tochter wurde von einem Geist angegriffen, stimmt doch, oder?« »Schweigen.« Womöglich fand der Mann es ungewöhnlich, in dieser Sache ernst genommen zu werden. Wahrscheinlich wollte er selbst nicht glauben, dass seine Tochter einem Geist begegnet war. Nach einem Moment der Stille trat er auf Deck. Er sah aus wie sein Hausboot, alt und etwas abgeblättert. Seine Haut musste viel mehr Wind abbekommen haben. Der ganze Mann roch nach Fisch, ein Fischer durch und durch. »Sind Sie Edgar Hughes?« Sachiko stellte sich vor den Fischer. Der Mann war einen Kopf größer und doppelt so schwer wie sie. »Ja, der bin ich. Und was will der verfluchte Scotland Yard von mir?« »Er möchte mit Ihnen und Ihrer Tochter reden«, antwortete Sachiko. »Lassen Sie meine Tochter in Ruhe!« Hughes war augenblicklich auf der Türschwelle, bereit, die Tür wieder zuzuschlagen. Reflexartig griff Jack nach dem Türblatt und hielt es fest. »Wir sind hier, um zu helfen.« »Warum sollte ich Ihre Hilfe annehmen, so wie Sie hier aufkreuzen?« »Weil Ihre Tochter eine Begegnung mit etwas Übersinnlichem hatte, mit einem Geist. Wir kümmern uns um solche Dinge.« Hughes zögerte. Schließlich stieß er die Tür auf und gewährte Sachiko und Jack Eintritt. Kyoto, vor 18 Jahren. Die Schreckensstarre wich. Nichts als Überlebensinstinkt. Sachiko rannte quer über den Marktplatz und zurück in die Gasse. Sie war die schnellste Läuferin ihrer Klasse, aber konnte sie ein Rennen gegen einen Geist gewinnen? Es war wie in einem Albtraum. Sie wurde verfolgt und musste rennen wie der Teufel, doch sie kam nur langsam voran. Yoko wollte Geisha werden, schoss es ihr durch den Kopf. Doch nun lag Yoko in zwei Hälften zerteilt tot auf dem Marktplatz. Es galt Honor zu entkommen. Wenn nicht um ihretwillen, dann wegen Yoko. Die Polizei, Yokos Vater, alle mussten erfahren, was mit ihr passiert war. Der Nebel in der Gasse wurde immer dichter. Sachiko konnte keine 5 Meter weit sehen, doch sie rannte in den Nebel hinein. Ein Stück weiter hinten erkannte Sachiko das blinkende Reklamelicht. Von da aus war es bis zum Kamo-Fluss nicht mehr weit. Sie hatte keine Ahnung warum, doch etwas sagte ihr, dass der Fluss ihre Rettung wäre. Mitten im Lauf trafen ihre Beine auf ein hartes, unnachgiebiges Hindernis. Sie stolperte, schlug auf den Boden auf. Der Aufprall war so heftig, dass sie benommen jede Orientierung verlor. Sie rappelte sich hoch, aber sie wusste nicht, ob sie in die Richtung blickte, aus der sie gekommen oder in die sie geflohen war. Der Nebel war so dicht, dass er selbst die nahen Hauswände der Gasse verschluckte. Das Reklameschild war nicht zu sehen. Mit den Händen tastete Sachiko über Asphalt, stieß auf das Hindernis, das sie zu Fall gebracht hatte, eine große Holzkiste. Sie stützte sich auf die Kiste und kam hoch auf die Füße. Doch sie sah die Hand vor Augen nicht. Sie war Onna in diesem Nebel ausgeliefert. Panik erfasste sie. Sie wollte flüchten. Doch wohin? Die Stille, die sie wie ein Leichentuch einhüllte, steigerte ihre Panik. Sachiko nahm all ihren Mut zusammen und machte einen Schritt vorwärts. Sie wusste nicht, in welche Richtung sie sich bewegte, doch alles erschien ihr besser, als dazustehen und auf das Ende zu warten. Ein eisiger Hauch zog an ihr vorbei und sorgte dafür, dass sich ihre Nackenhaare aufstellten. Eine Metallspitze stach ihr aus dem Nebel entgegen und dann blitzten eisblaue, gehässig blickende Augen sie an. Onna. Die Geisterfrau grinste. Ihr Mund öffnete sich so weit, dass all ihre Zähne hervorschauten. Sachiko wich hastig zurück. Beinahe hätte sie das Gleichgewicht verloren, als sie wieder gegen die Holzkiste stieß. Sie stürzte nicht, doch sie verlor Onna aus den Augen. Als sie wieder aufblickte, war die Geisterfrau verschwunden. Hatte sie sich im Nebel verborgen und umschlich Sachiko? Wollte sie von hinten angreifen?
Oder machte es ihr Spaß, kleinen Mädchen Todesangst einzujagen, bevor sie sie mit ihrer Schere in zwei Teile zerschnitt? Sachiko wartete auf ein Geräusch, eine Regung, irgendetwas, das ihr geholfen hätte einzuschätzen, wo sich Onna befand. Plötzlich stießen die Klingen der Schere aus dem Nebel hoch. Wie zwei Speere fuhren sie auf Sachiko herab. Im letzten Moment warf sie sich zur Seite. Es polterte, Holz splitterte. Onna hatte die Schere mit solcher Wucht ins Holz der Kiste getrieben, dass diese nun feststeckte. Onna zog an der Schere. Sie fauchte frustriert. Das ist eine Chance. Sachiko rannte los an der Geisterfrau vorbei. Onna keifte ihr hinterher, aber Sachiko rannte und rannte. Schon erkannte sie das blinkende Reklameschild am Ende der Gasse. Sie rannte in die richtige Richtung. Sachiko erreichte den Fluss, rannte an dessen Ufer entlang. Hilfesuchend schaute sie sich um, aber hier war niemand. Mit all ihrer Kraft rannte Sachiko das Ufer entlang. Sie wusste nicht wohin, sie wusste nur, dass sie Onna entkommen musste. Wasser, kam ihr in den Sinn. Geister können kein Wasser überqueren. Sie glaubte, das irgendwo einmal gelesen zu haben. Hatte sie vorhin mit Yoko nicht Boote gesehen? Unbeaufsichtigte Ein-Mann-Boote, die nur darauf warteten, gekapert zu werden. Gemeinsam mit Yoko hatte sie herumgealbert, mit den Booten hinauszufahren. Die Boote waren nirgends zu sehen. Hatte der Besitzer sie vielleicht ans Ufer gezogen? Wie ein Schock traf ein eisiger Hauch Sachikos Rücken. Sie wagte es, über ihre Schulter zu blicken. Nur wenig hinter ihr war sie, die Geisterfrau mit der großen Schere. Onna schoss auf sie zu. Im tiefsten Herzen zweifelte Sachiko daran, noch einmal entkommen zu können. Die Kälte, die von der Geisterfrau ausging, raubte Sachiko den Atem. Komm schon, lauf! Es strengte sie unglaublich an. Jede Bewegung war ein Kraftakt. Doch Sachiko rannte. Sie spürte, dass Onna hinter ihr aufschloss. Und dennoch drehte sie sich nicht um, dieses Mal nicht. Onna hatte sie beinahe eingeholt, da sah sie ihr Ziel. Im hohen Gras der Uferböschung lagen die verlassenen Boote. Sachiko bog scharf ab, stolperte hinunter in Richtung Ufer. Das meterhohe Gras kitzelte auf der Haut. Sie prallte gegen eines der Ruderboote. Es war größer als die anderen und somit auch schwerer. Doch Sachiko hatte nicht die Zeit, sich umzuentscheiden. Die Spitze des Bootes ragte ins Wasser. Es fehlte noch ein kräftiger Stoß, damit es frei wäre. Gleich würde es schwimmen. Hinter ihr mähte Onna das hohe Gras mit der Schere nieder, bahnte sich ihren Weg zu ihrem Opfer. Sachiko stemmte sich gegen das Boot. Da rutschte es mit einem Platschen ins Wasser des Flusses. Sachiko warf sich ins rettende Wasser, bekam das Heck des Bootes zu fassen. Ihre Füße fanden Grund, schultertief stand sie im Wasser. Mit aller Kraft strampelte sie mit den Füßen. Sie musste weg vom Ufer, weg von Onna. Nach ein paar Stößen wagte sie es, sich umzudrehen. Sie hatte genug Abstand zum Ufer gewonnen, um sich in Sicherheit zu wehen. Als sie die Mitte des Flusses erreicht hatte, kletterte sie keuchend in das Boot. Sie blickte zum Ufer. Die kalten Augen Onnas beobachteten sie. Ich werde dich holen, Mädchen. Lass dich regnen. Onna sagte es nicht laut und auch nicht drohend, sondern kalt und ohne jede Regung. Doch ihre Worte schienen wie flache Steine übers Wasser zu springen und trafen Sachiko mitten ins Herz. Dann zog die Geisterfrau das Seidentuch vors Gesicht und verdeckte die furchtbare Fratze. Sachiko atmete tief durch. Sie war in Sicherheit. Vorerst. »Wie kommst du voran?«, fragte Stacy. »Hast du schon was übersetzt?« »Klar«, log Hassan. »Bin bald fertig.« »Zeig her.« »Nein, ich brauche noch etwas Zeit für die Überarbeitung.« Stacy grinste spöttisch und wandte sich wieder ihren Notizen zu. Hassan nervte es, dass sie ihn so unter Druck setzte. Seit Stunden schon saßen sie in der Bibliothek der Sinclair Academy und wälzten Bücher. Ein Raum mit überquellenden Bücherregalen bis unter die Decke. Ein Traum für jeden Bücherwurm,
einer Spezies, zu der Hassan definitiv nicht gehörte. Er stöhnte genervt auf, aber es half nichts. Der Auftrag kam schließlich direkt von John Sinclair. Gestern Nacht waren Orbs, Gespensterlichter, durch das japanische Palais der staatlichen Kunstsammlung gespukt. Die Orbs hatten die Besucher erschreckt, von denen die meisten schreiend das Weite gesucht hatten. Einige aber hatte John Sinclair noch abfangen können. Sie hatten ausgesagt, in den Orbs wäre eine Dämonenfratze zu sehen gewesen. Auch hatten es die Orbs offenbar nicht auf die Besucher abgesehen, sondern sich um eine Tafel versammelt, auf der ein altjapanisches Gedicht eingraviert war. Niedergeschrieben von einem Samurai. So viel hatte Sinclair von der Leitung der Kunstsammlung erfahren. Tatsächlich hatte sich aber nie jemand die Mühe gemacht, es zu übersetzen. »Wofür werden diese Leute eigentlich bezahlt?«, fragte sich Hassan, während er weiter in das Buch starrte, das vor ihm auf dem Tisch lag. Aber nicht nur das Gedicht, sondern die Tafel selbst war interessant. Denn eines der Orbs hatte in deren unteren Ecke eine Nachricht hinterlassen. Sie lautete: »Ich komme, um Segen zu holen.« Was auch immer das bedeuten mochte. Professor Rashbold hatte Stacy und Hassan eine Übersetzungshilfe für altjapanische Schrift gegeben und ihre Aufgabe lautete, das Gedicht auf der Tafel gemeinsam zu entschlüsseln. Stacy aber hatte Hassan zu einem Wettkampf herausgefordert. Jeder sollte für sich den Text übersetzen. Der Verlierer würde dem Gewinner einen Monat lang das Mittagessen spendieren müssen. Also saß Hassan da und zerbrach sich den Kopf. In den ersten beiden Zeilen ging es um Zuckerrüben, die in Elefantenkot steckten. Das konnte nicht stimmen. Alle paar Sekunden starrte Hassan zu Stacy hinüber. Sie glitt mit ihrem Zeigefinger über die Zeilen des Wörterbuchs. Ja, ihre Finger sind so zart und sie selbst so anmutig, dachte Hassan. Er würde sie so gerne einmal auf einen Tee einladen. Wäre sie doch nur nicht so eine harte Nuss. »Was gibt's zu glotzen?«, fauchte Stacy und riss ihn aus seinem Traum. Er zögerte. Was hättest du heute Abend gemacht, wenn du nicht hier sitzen und das Gedicht übersetzen müsstest?« Stacy zog die Augenbrauen hoch. »Hä? Willst du mich anmachen?« »Nein, ja, vielleicht. Ich meine, ich will nur Konversation betreiben.« »Na ja«, sagte sie. »Hätte ich den Abend frei gehabt, dann hätte ich ihn sicher nicht mit dir verbracht, denn du bist ein komischer Vogel.« Stacy konzentrierte sich wieder auf ihre Übersetzung. Hassan grunzte. Er liebte Frauen, er flirtete gern und normalerweise machte ihm eine Abfuhr wenig aus, da war er pragmatisch. Doch in diesem Fall wäre er doch mit auf Streife gegangen. Da hätte er zeigen können, was er drauf hatte. Als die Nachricht kam, dass ein Mädchen bei den Docklands von einem Geist angegriffen worden war, hatte es ihm in den Fingern gejuckt. Aber Sachiko hatte den Fall an sich gerissen. Hassan hatte ihr vorgeschlagen, sich lieber um die Übersetzung zu kümmern, wo sie doch Japanerin sei. Sie hatte behauptet, sie sei des Altjapanischen nicht mächtig und war zum Tatort gefahren. Er glaubte ihr kein Wort. Stacy schaute auf. »Meine Übersetzung ist fertig.« Hassan riss die Augen auf. »Cool bleiben«, sagte er sich. »Jetzt erst? Ich bin schon längst fertig.« »Wirklich?«, fragte Stacy. »Also los, gehen wir zu Professor Rashbold.« »Meine Betty ist ziemlich durcheinander«, erklärte Edgar Hughes und ging in seinem Hausboot auf und ab. »Ich bin mir sicher, Sie verstehen, dass ich Sie nicht zu ihr lassen kann.« »Das geht leider nicht«, dachte Sachiko. Sie musste unbedingt zu Betty. Sachiko und Jack hatten es sich auf der Couch bequem gemacht, soweit man es sich auf ihr bequem machen konnte. Die Einrichtung des Hausboots war zusammengeschustert, gerade einmal das Nötigste fand sich in der Kajüte. Der einzige Farbfleck im Wohnzimmer war das Bild der Queen in jungen Jahren, das über einer alten Kommode hing. »Sie sind also von Scotland Yard?«, fragte Hughes. »Nein, wir arbeiten für Scotland Yard«, antwortete Sachiko. Hughes warf ihr einen düsteren Blick zu. »Das ist ein Unterschied«, fügte sie hinzu. Hughes war anzusehen, dass er Sachiko nicht mochte. »Wir untersuchen einen recht außergewöhnlichen Fall«, begann Jack. »Dazu müssen wir Ihnen ein paar Fragen stellen, Sir.«
Sir, wiederholte Jus und lächelte. Sind wir hier bei der Armee? Nein, aber alte Gewohnheiten bekommt man nur schwer aus sich raus. Sie haben gedient. Gut für Sie, mein Junge. Wie lange leben Sie jetzt schon hier in den Docks? Fragte Jack. Meine Tochter und ich leben hier nicht fest. Uns treibt es nur ab und zu zum Billingsgate Fish Market, weil man den Fisch hier los wird. Haben Sie sich hier irgendwelche Feinde gemacht? Hughes lachte. Heutzutage hat man auf dem Fischmarkt nur noch Feinde. Das sagt Ihnen natürlich niemand offen, aber früher, ja, war das Geschäft entspannter. Ich sage mir immer, ich hätte was anderes lernen sollen. Alles, bloß nicht Fischer. Ja, aber ich bin damit aufgewachsen. Mein Vater war Fischer, mein Großvater. Ich war zu dumm, noch mal was anderes anzufangen. Ich bin einer der Ältesten, die auf dem Billingsgate ihren Fisch verkaufen. Die Jungen denken bestimmt, wann verschwindet dieses Scheusal endlich? Aber den Gefallen tue ich ihnen nicht. Er lachte laut. Als ihm einfiel, dass seine Tochter nebenan schlief, schlug er sich die Hand vor den Mund. Ein widerlicher Kerl, fand Sachiko. Aber Sie haben sich keine konkreten Feinde gemacht, wiederholte Jack seine Frage. Feinde, die in der Lage sind, Geister zu beschwören. Ich weiß nicht, wie Sie das meinen. Er meint, ob es jemanden gibt, der es auf Ihre Tochter abgesehen hat, mischte sich Sachiko ein. Um Gottes Willen! Ihr wissen alle, was ich durchgemacht habe. Nachdem Marcy gestorben ist, hatte ich nur noch Betty. Niemand würde sich an ihr vergreifen. Die wissen alle genau, wie viel sie mir bedeutet. Während er sprach, kochte in Sachiko Wut hoch. Sie wusste nicht genau, warum. Es musste damit zusammenhängen, dass Hughes sie an ihren Vater erinnerte. Nicht wegen seines Verhaltens, sondern wegen der Art, mit der er über seine Tochter sprach. Besitzergreifend. Alles, was ich habe, ist das Hausboot, das mein Vater mir hinterlassen hat. Jus klopfte sanft gegen die Wand. Und meine kleine Betty. Sie hilft mir auf dem Fischmarkt. Sie ist eine gute Verkäuferin. Ohne sie würden wir nicht über die Runden kommen. Dabei soll sie zur Schule gehen und gute Noten schreiben. Schlau genug ist sie. Als der Geist Betty angegriffen hat, unterbrach ihn Sachiko, hat er es da auf ihr Gesicht abgesehen? Böse funkelte er Sachiko an. Woher wissen Sie das? Sachiko zögerte. Ich bin diesem Geist schon einmal begegnet, als Kind. Ich war damals so alt, wie Ihre Tochter jetzt ist. Er hat meine beste Freundin umgebracht, vor meinen Augen. Sachiko schluckte. Jedes Mal, wenn sie daran dachte, konnte sie Yokos leeres Gesicht sehen. Was soll das heißen? Sie sind dem Geist bereits begegnet? Fragte Jus. Er fuhr sich durch den Bart. Und Sie haben keine Schnittverletzungen? Er baute sich vor ihr auf. Sachiko erhob sich. Ich muss zu Ihrer Tochter. Sie kann mir sagen, wo sich der Geist aufhält. Ich werde Sie nicht zu ihr lassen. Ich weiß ja nicht mal, auf wessen Seite Sie stehen. Nun stand Jack ebenfalls auf und hob schlichtend die Hände. Sir, ich kann ja verstehen, dass Sie sich Sorgen machen. Aber wir sind ganz bestimmt nicht die mit den bösen Absichten. Sie vielleicht nicht, Mr. Archer, aber Ihre Kollegin hier. Das reichte. Ohne zu zögern stürmte Sachiko zur Schlafzimmertür. Hey! Rief Hughes. Sachiko riss die Schlafzimmertür auf. Das Mädchen stand direkt dahinter. Es hatte an der Tür gelauscht. Erklären musste man ja nichts. Betty, richtig? Fragte Sachiko. Das Mädchen nickte. Lassen Sie Betty in Ruhe! Rief Hughes. Paps, ist schon okay. Das brachte ihn zum Schweigen. Die Ähnlichkeit zwischen Betty und Yoko war frappierend. Natürlich besaß sie nicht Yokos asiatische Gesichtszüge, doch beide hatten langes, schwarzes Haar und ihre Stimmen besaßen eine ähnliche Tonlage. Betty versteckte die untere Hälfte ihres Gesichts hinter einem Seidentuch. Onna hat dir das angetan, richtig? Sagte Sachiko. Tut es sehr weh? Betty nickte, vorsichtig, nahm sie das Tuch ab. Was Sachiko sah, machte sie wütend und traurig. Bettys Wangen waren aufgeschlitzt, bis hinauf zu den Wangenknochen, ihr Gesicht entstellt. Sie sah aus wie Onna. Sachiko erschauerte. Sie hat dich gefragt, ob du sie schön findest, stimmt's? Nein, antwortete Betty.
Sachiko schaute verwirrt. Was hat sie dann gesagt? Sie hat gesagt, dass eine Frau kommen wird, eine Frau mit dem Namen Segen. Sachiko musste schlucken. Du bist diese Frau, oder? Flüsterte Betty, als ob sie ein Geheimnis verraten würde. Sachiko nickte. Bettys Stimme wurde noch leiser. Onna will mich töten. Sie hat gesagt, dass sie mich in zwei Hälften zerschneiden will. Aber zuerst holt sie dich. Langsam gingen Sachiko und Jack über den Holzsteg zurück Richtung Fischmarket. Es war kälter und nebliger als vorhin. Das war ein Indiz dafür, dass Onna sich in der Nähe befand. Sachiko fragte sich, ob sie dafür verantwortlich war, dass Onna in London war. Ob sie, Sachiko, sie anzog. Ob sie schuld war, dass Betty entstellt worden war. Kannst du mir mal sagen, was das gerade war? Jacks Stimme klang vorwurfsvoll. Ich mochte den alten Scheißkerl auch nicht, aber er hätte uns schon noch mit seiner Tochter sprechen lassen. Aber du springst durch die Wohnung und reißt Türen auf. Was sind das für Methoden? Sachiko biss sich auf die Lippe. Können wir das nicht später klären? Jack blieb stehen. Er wollte seinem Ärger unbedingt Luft machen. Sachiko, ich will nur wissen, was in dir vorgeht und was los ist. Erst verfolgen dich diese Agenten und jetzt gibt's auch noch eine direkte Verbindung zwischen dir und der Geisterfrau. Also bitte, klär mich auf. Sachiko holte tief Luft. Sie schuldete ihm eine Erklärung, das wusste sie. Es handelt sich um einen Geist namens Kuchisake Onna. Ein kleinen Mädchenschrecken, den in Japan viele kennen. Nur handelt es sich bei ihr um gar kein Märchen, sondern um die Wirklichkeit. Onna hat mich angegriffen damals in Japan. Ich war 12 und bin ihr nur knapp entkommen. Also hat sie Rache geschworen. Als mein Vater davon erfuhr, hat er mich mit nach London genommen. Er hat alles getan, um mich zu beschützen. Ständig waren irgendwelche Agenten oder Leibwächter um mich herum. Ich wusste nicht, was schlimmer ist. Die Angst, von einem Geist angegriffen oder ständig bewacht zu werden. Jack nickte. Klingt nach einer Scheißjugend. Es gab Zeiten, da durfte ich keinen Fuß vor die Tür setzen. Also begann ich, Kampfsportarten zu trainieren. Das ging so, bis ich 18 war. Dein Vater hat dich eingesperrt, bis du 18 warst? Na, warte ab. Ich hatte damals meinen ersten Freund und wir wollten zusammen ausgehen. Mein Vater hat es uns verboten, der Kerl sei gefährlich. So ein Quatsch. Dabei trug er nur eine Lederjacke. Jack schaute an sich herunter und beäugte seine Lederjacke. Mein Vater hat dafür gesorgt, dass ich nicht länger als 2 Stunden mit meinem Freund unterwegs sein durfte. Und 2 Leibwächter sollten mitkommen. Jack lachte auf. Haben die auch ihre Hände dazwischen gehalten, wenn ihr euch küssen wolltet? Das ist nicht witzig. Jack lächelte. Was ist dann passiert? Ich habe Schluss gemacht. Und was mit dem Agenten angefangen, der mit mir Stockfechten trainiert hat. Nur, damit mein Vater Ruhe gibt. Kapier ich nicht. Na, so hatte ich einen Freund, der gleichzeitig im Auftrag meines Vaters auf mich aufgepasst hat. Endlich konnte ich mich frei bewegen. Ich durfte an die Uni, um Innenarchitektur zu studieren. Ich durfte ausziehen. Natürlich war mein Agentenfreund immer dabei. Aber das war okay, Hauptsache, ich musste nicht zurück zu meinem Vater. Sachiko schüttelte sich, als wollte sie eine unangenehme Erinnerung abstreifen. Irgendwann stand Sinclair auf der Matte und hat mich für die Academy angeworben. Die perfekte Gelegenheit, meinem Vater zu entkommen. Und nun ist Onna aufgetaucht. Ja, sie hat Rache geschworen. Sie ist hier, um mich zu holen. Jack schaute in Richtung Fischmarket. Womit das düstere Geheimnis um Sachiko gelüftet wäre. Irgendwann solltest du mir mal von deiner Vergangenheit erzählen. Da gibt's bestimmt auch ein paar düstere Kapitel. Klar, aber dazu werden wir ein paar Pints brauchen. Jack lachte und setzte sich durch den Nebel Richtung Auto in Bewegung. Nun, meine lieben Trainees, eröffnete Professor Rashbold die Gesprächsrunde und fuhr sich über den spitzen Bart. Was haben Sie herausgefunden? Konnten Sie das Gedicht übersetzen? Stacy lehnte sich grinsend zurück.
Wissen Sie, Professor, mich hätte es gar nicht gebraucht. Hassan hat die Arbeit allein geleistet. Sie zwinkerte Hassan zu. Der zupfte sich sein Ralph-Lauren-Hemd zurecht. Er fühlte sich wie ein Kind, das gerade beim Lügen erwischt wurde. »Hassan?« fragte Rashbold. »Teilen Sie uns bitte Ihre Übersetzung mit?« »Also erstmal habe ich über Wikipedia erfahren, dass dieses Gedicht aus der Heian-Zeit stammt. Eine wirklich spannende Epoche.« »Ja«, fiel Rashbold ein. »Sie begann 794 und markiert den Anfang einer Blütezeit der japanischen Literatur. Damals wurde...« Stacy räusperte sich. »Stacy?« unterbrach sich Rashbold. »Haben Sie uns etwas mitzuteilen?« »Ich wollte Sie nicht unterbrechen, doch ich glaube, Hassan kann es kaum erwarten, uns seine Übersetzung zu präsentieren.« »Ja, stimmt das, Hassan?« Hassan verzog das Gesicht. »Geht so.« Rashbold wartete gespannt, bis Hassan sein Smartphone aus seiner Jeans zog. »Soll ich anfangen?« »Ich bitte darum«, sagte Rashbold. »Ich habe Folgendes übersetzt. Die Zuckerrübe, die ein Exkrement bewohnt... Entschuldigung, hier muss ich kurz einhaken. Ich habe nämlich herausgefunden, dass die Region um Hokkaido von Außenstehenden manchmal als Exkrementenland bezeichnet wurde.« »Lies weiter vor«, forderte Stacy ihn auf. Hassan schüttelte genervt den Kopf. »Und wer sich in mir duscht, dessen Schnurrbart wird zu Sand... Und seine Achselhaare...« »Hassan«, schritt Rashbold ein, »ich fürchte, übersetzen ist nicht Ihre Stärke.« Rashbold kratzte sich am Kopf, eine Geste, die bedeutete, dass er nicht wusste, wie er mit der Situation umzugehen gewillt war. »Aber Sie haben viel Arbeit investiert, das erkenne ich an.« Hassan schnaubte. »Arbeit investiert. Das bedeutete so viel wie, er hat sich stets bemüht im Arbeitszeugnis.« Stacy grinste. Ein Grinsen, das sagte, »Versager.« Er hatte es verbockt und musste sich eingestehen, bei ihr würde er wohl nie landen. »Stacy«, begann Rashbold, »ich bin gespannt, was Sie zu sagen haben.« »Natürlich.« Stacy holte ihr Pad aus seiner edlen Lederhülle. Sie las ihren Text vor. Hassan hörte deutlich Triumph in ihrer Stimme. »Wenn Liebe führt zu Eifersucht... Und Eifersucht zu Schmerz, wenn ein Schwert sich hebt gegen die Liebe? Die letzte Zeile habe ich nicht übersetzt. Ein gewisser Kollege behauptete nämlich, er sei bereits fertig.« Den nächsten Satz flüsterte Stacy, sodass nur Hassan ihn hören konnte. »Und muss nun einen Monat lang mein Mittagessen bezahlen.« Rashbold nickte, während er sich seine Pfeife anzündete. »Gut gemacht. Mir kommt das Gedicht bekannt vor. Ich weiß nur nicht ganz, woher.« Stacy schaute Hassan zufrieden an. Er ergriff aufgeregt das Wort. »Fratze!« »Wie bitte?« empörte sich Stacy. »Das Wort in der letzten Zeile, Fratze, das habe ich herausgefunden.« Rashbold fiel beinahe die Pfeife aus der Hand. »Wenn ein Schwert sich hebt, gegen die Liebe, macht es sie zur Fratze. Das ist es. Sehr gut, Hassan. Sie haben das Geheimnis gelüftet.« Hassan grinste Stacy triumphierend an. »Tja, wer hier wem das Mittagessen bezahlt?« Ihr Zähneknirschen konnte er quer über den Tisch hören. Rashbold schlug mit seiner Pfeife auf den Tisch. »Natürlich, es handelt sich um Kuchisake Onna, ein japanischer Geist, der Geist einer Frau.« »Und warum tritt er die Reise von Japan bis London an?« fragte Hassan. Rashbold lehnte sich vor. »Hat sich jemand von Ihnen die Mühe gemacht und die Nachricht an der unteren Ecke der Tafel gedeutet?« Hassan schaute fragend zu Stacy. »Ja, war aber nicht recht zu deuten«, meinte sie. »Ich komme, um Segen zu holen.« »Vielleicht meinte sie Sägen«, schlug Hassan vor. »Vielleicht gibt's in Japan keine Baumärkte.« »Ja, ganz bestimmt, Hassan«, sagte Stacy. »So wird es sein.« »Schluss«, schnauzte Rashbold. So laut hatten sie den Professor noch nie erlebt. »Glauben Sie, das hier ist ein, Spaß? Die Sache ist todernst.« »Wie meinen Sie das?« stotterte Hassan. »Onna, der Geist kommt, wegen Segen. Wegen Sachiko.« S-
Sachiko spürte die Converse feucht werden, als Jack und sie durch die Pfützen im Fischmarkt gingen. Alles vom geschmolzenen Eis, mit dem der Fisch frisch gehalten wurde. Die Halle besaß die Länge eines Fußballfeldes. Mehrere Gänge führten an den Verkaufsständen vorbei, die durch Presspappwände voneinander getrennt waren. Hier herrschte Kälte, die von riesigen Kühlautomaten ausgespuckt wurde. Sachiko ging den Gang hinunter, beleuchtete mit ihrer Taschenlampe die Stände, an denen zwischen 4 und 9 in der Früh Fisch verkauft wurde. Momentan jedoch hatte dieser Anblick etwas Gespenstisches. In einigen der gestapelten Styroporkartons gammelten Fischreste vor sich hin. Sie würden entsorgt, ehe der Markt wieder öffnete. Die Szenerie ließ in Sachiko Erinnerungen an den nächtlichen Marktplatz von Kyoto aufsteigen. Ein großer, dunkler See, an dessen Ufer sie sich der aufziehenden Gefahr ohnmächtig ausgeliefert fühlte. Sachiko leuchtete eine Entwässerungsrinne in der Mitte des Gangs entlang. Als sie Blutspuren entdeckte, blieb sie stehen. Da vorn. Sie zeigte auf die Stelle. Dort muss Onna Betty angegriffen haben. Sachiko hatte die Szene förmlich vor Augen. Vollkommen reglos stand Betty vor dem Geist, wie einst Yoko. Sachiko ging langsam weiter. Bei jedem Schritt platschte Wasser auf und es fiel ihr schwer, die Geräusche zuzuordnen. Irgendwo knackte es. Es musste von der Presspappe kommen, die bei der Kälte arbeitete. Sie erreichten den Mittelgang. Doch einer der Verkaufsstände nahm ihnen die Sicht. Dort um die Ecke, flüsterte Sachiko. Da lauert etwas. Nein, sagte Jack. Mein Iblismal würde sich bemerkbar machen. Vielleicht gibt es dir nicht bei allen Geistern und Dämonen Signale. Das wäre mir neu. Da ist irgendetwas, Jack. Sachiko näherte sich der Wand des Verkaufsstands. Sie signalisierte Jack, dass sie auf 3 hervorpreschen und um die Ecke springen würde. Jack nickte und hob seine Waffe, um zu signalisieren, er war bereit. Mit den Fingern zählte Sachiko herunter. 3, 2, 1. Mit einem Satz sprang sie in den Mittelgang. Sie riss die Taschenlampe in die Höhe, darauf vorbereitet, Onnas entstelltes Antlitz zu erblicken. Und da war sie, die Gestalt. Doch es war nicht Onna. Es war ein wohlvertrautes Gesicht, eins mit einer Hasenscharte. »Verdammt, nimm die Lampe aus meinem Gesicht!« fluchte Riley. »Oh nein!« entfuhr es Sachiko. »Tut mir leid.« Riley richtete seine Waffe auf sie. Sie schwenkte die Taschenlampe. Er war nicht allein. Ein anderes, vertrautes Gesicht blickte sie an. Katashi, ein Muskelprotz von Japaner. Ihr Vater hatte ihn dem japanischen Militär abgeworben, um ihn zu ihrem Leibwächter zu machen. Er war ein unerbitterlicher Mann, ein Kämpfer, durch und durch. Er richtete seine Waffe auf Sachiko und entsicherte sie. »Lange nicht gesehen, Kleine.« Jack entsicherte seine Beretta ebenfalls und zielte auf Katashis Bauch. »Was wollt ihr, Kerle, von ihr?« Katashis Stimme klang kühl und monoton. »Ihr Vater will sie sehen.« Hassan war immer wieder erstaunt, welche Überraschungen die Academy bereithielt. Es war das erste Mal, dass er sich in der Kammer für magische Utensilien befand. Obwohl Kammer das falsche Wort war. Es handelte sich eher um eine Lagerhalle, zugestellt mit Regalen, die bis unter die hohe Decke reichten. Darin befanden sich Hexenkräuter, Totenschädel von Bestien, die Albträumen entsprungen zu sein schienen, Voodoo-Puppen, Kruzifixe. Der Raum entsprach dem Professor durch und durch. Gefüllt mit allerlei Nützlichem, allerdings mit so viel davon, dass man das Nützliche glatt übersah. »Was soll der Schriftzug auf der Tafel mit dem Gedicht denn bedeuten?« Stacy schaute zu Rashbold hinauf, der auf einer Leiter stand und ein Regal durchforstete. »Dass er es auf Sachiko abgesehen hat, meine ich. Ich weiß es nicht genau, Stacy.« Rashbold wandte sich von dem Regal ab. »Aber es muss einen persönlichen Bezug zu ihr geben.« »Vielleicht durch das Gedicht«, warf Hassan ein. »Nun, das Gedicht stammt aus dem 8. Jahrhundert. Es behandelt die Geschichte von Kuchisake Onna. Sie war eine wunderschöne Frau. Schließlich ging sie die Ehe mit einem Samurai ein. Ein treuer, edler Mann, doch leider auch krankhaft eifersüchtig. Er bezichtigte seine Frau des Ehebruchs,
nahm sein Schwert und zerschnitt ihr das Gesicht, so dass es aussah, als grinse sie von einem Ohr zum anderen. Und dann fragte er sie, wer sie denn jetzt wohl noch schön finden sollte. »Was für ein Arschloch!« Wütend umklammerte Hassan die Leiter. »Ja, so könnte man es auch ausdrücken«, sagte Rashbold irritiert. Nachdem ihr Mann sie verstümmelt und verstoßen hatte, zog Onna durch Japan und sann auf Rache. Mit einer Schere bewaffnet und mit einem Seidentuch verschleiert traf man sie nachts auf den Straßen. Sie pflegte ihre Opfer zu fragen, ob sie sie schön fänden. Stimmte das Opfer zu, ließ Onna den Schleier fallen und offenbarte ihr entstelltes Gesicht. Sie wiederholte dann ihre Frage. Meist waren die Opfer daraufhin so schockiert, dass sie entweder nicht antworteten oder verneinten. War das der Fall, schnitt Onna ihr Opfer in zwei Hälften. Stacy verzog skeptisch das Gesicht. Und wenn sie ja sagten? Dann ritzte Onna ihrem Opfer die Mundwinkel auf und meist erstach sie es obendrein. Aber was hat das mit Sachiko zu tun? Ich sehe da eigentlich nur eine Möglichkeit, sagte der Professor. Onna hat es in ihrer Rachsucht immer nur auf Frauen, eigentlich nur auf Mädchen abgesehen. In den 90er Jahren, als sich Sachiko noch im Schulalter befand und in Japan lebte, zeigte sich Onna sehr aktiv. Also hat sie noch eine Rechnung mit Sachiko offen, schloss Stacy. Deswegen wollte sie den Fall selbst übernehmen, dachte Hassan laut nach und fühlte sich von zwei Augenpaaren mit Blicken durchbohrt. Stacy fragte, was meinst du? Raus mit der Sprache! Na ja, eigentlich wollte ich in die Docklands und den Geist suchen. Aber als Sachiko davon erfuhr, ist sie schnell wie der Wind raus ins Auto und losgefahren. Sie meinte, es sei ihre Sache. Sie müsse das erledigen. Und du hast sie einfach so fahren lassen? Ich glaub's nicht. Nur gut, dass Jack sich hier noch aufgedrängt hat. Jack hat wenigstens Eier, im Gegensatz zu dir, Memme. Hassans Wut kochte hoch. Er ließ die Leiter los und stach mit dem Zeigefinger in Stacys Richtung. Das nimmst du sofort zurück! Die Leiter schwankte. Rashbold auf der obersten Sprosse verlor die Kontrolle. Hassan! Brüllte er. Was machen Sie denn da? Mit einem Satz war Stacy bei der Leiter und hielt sie fest. Nicht mal eine Leiter kannst du festhalten, fauchte sie Hassan an. Der atmete tief aus. Er fühlte sich vorgeführt. Stacy gab ihm das Gefühl, nicht in ihrer Liga zu spielen. Wie sollte er sie da zu einem Date einladen? Ja, tut mir leid, brachte er schließlich heraus. Schalt einmal dein Gehirn ein, bevor du was tust, zischte Stacy. Dann musst du dich im Nachhinein nicht so oft entschuldigen. Hassan schaute betreten zu Boden. Ich hab's, rief Rashbold. Ich hab gefunden, was ich gesucht habe. Es war ein kleines Glasfläschchen, nicht größer als ein Daumen. Als Rashbold es ihm unter die Nase hielt, erkannte Hassan, dass japanische Schriftzeichen in das Glas eingearbeitet waren. Im Fässchen befand sich grobkörniges Salz, das stärker glitzerte als normales Salz. Onna ist ein starker Geist. Silber hat bei ihr keine Wirkung. Es braucht ein starkes Mittel, um sie zu bezwingen. Salz? Hassan blickte den Professor ungläubig an. Exakt, aber nicht irgendeins. Es ist geweihtes Salz. Davon habe ich schon mal gehört, sagte Stacy. In Weihwasser befinden sich auch Salze. Extrahiert hält es böse Geister fern. Ganz genau, sagte Rashbold. Das hier aber ist ein spezielles Salz. Es wurde in einem japanischen Kloster geweiht, und zwar mit der Absicht, gegen seltene, aggressive japanische Geister angewandt zu werden. Das Kloster am Mount Rocco in Japan ist bekannt dafür. Bitte, Herr Professor, kommen Sie zum Punkt, fiel ihm Stacy ins Wort. Die Zeit drängt. Sachiko ist in Gefahr. Ja, das stimmt. Wir müssen Sachiko retten. Ja, nun, dieses geweihte Salz ist in der Lage, Onna zu besiegen. Sind Sie sicher, Herr Professor? Wollte Hassan wissen. Es ist die einzige Waffe, die wir haben. Lassen Sie uns das Beste hoffen. Rashbold legte Stacy das Salzfässchen mit großer Vorsicht in die Hand und sie schaute es sich eingehend an. Das ist ein großes Stück Verantwortung, sagte sie mehr zu sich selbst. Hassan glaubte, Zweifel in ihrem Blick zu erkennen. »Wenn sie diese Verantwortung nicht übernehmen will, dann sollte ich es tun«, dachte er.
Blitzschnell griff er zu und schnappte sich das Salzfässchen. »Dann überlass es mir!« Bevor Stacy reagieren konnte, ließ er es bereits in der abgenutzten Ledertasche verschwinden, die er stets bei sich trug. »Hey, du bist sicher der Letzte, der es mit sich herumtragen sollte.« »Es ist in meiner Ledertasche. Alles, was ich dort reinpacke, ist sicher. Altes Familienerbstück.« »Das hässliche Ding?« »Ja, das hässliche Ding. Gib mir das Salz zurück.« »Vorschlag. Wenn ich das Fässchen verliere, werde ich dir dein Mittagessen nicht einen Monat, sondern ein Jahr lang spendieren.« »Glaubst du, mich interessiert dann noch, ob du mein Essen bezahlst?« »Wenn du das Fässchen verlierst, ist Sachiko so gut wie tot, du Idiot.« »Entschuldigt, dass ich euch bei eurem Geplänkel störe«, sagte Rashbold, »aber solltet ihr euch nicht auf den Weg machen?« Der Professor hatte natürlich recht. Hassan nickte Stacy so freundlich zu, wie er konnte. »Komm, wir nehmen meinen Wagen.« »Sachiko, los, komm«, befahl Riley. In seiner Stimme lag ein Zittern, das er zu verbergen versuchte. »Wir wollen dir nicht wehtun.« »Wenn ihr auch nur eines ihrer lilafarbenen Haare krümmt, mache ich euch fertig«, knurrte Jack ihn an. »Du reißt das Maul ganz schön weit auf, Kleiner«, erwiderte Katashi. Seine Waffe konnte locker mit Jacks Beretta mithalten, was das Kaliber anging. Jack fixierte Katashi und trug noch ein bisschen dicker auf. »Warte nur, bis ich dir den Arsch aufreiße.« Augenblicklich ging es los. Drohungen flogen hin und her, Beleidigungen kreativster Art. Ein stimmliches Kettensägenmassaker in Sachikos Kopf. Jeder versuchte, den anderen zu übertönen. »Ruhe!« brüllte sie. Von einer Sekunde zur nächsten war nur noch das Knacken der Presspappwände zu hören. Sachiko wandte sich an Riley. »Hast du das so mit meinem Vater abgemacht, mich mit Waffengewalt zu ihm zu schleppen?« »Befehl ist Befehl.« »Ach ja? Du machst also alles, was mein Vater sagt.« Misstrauisch schaute Jack zu ihr hinüber. »Sachiko, was ist hier eigentlich los?« Sie ignorierte ihn. Sie hatte nur Augen für Riley. »Riley, würdest du auf die Frau schießen, die du einmal geliebt hast?« »Was?« Jack fuhr herum und starrte sie fassungslos an. Auch Katashi stand die Verwirrung ins Gesicht geschrieben. Beide senkten die Waffen. Riley nahm die Waffe ebenfalls herunter. »Hey, müssen wir das hier ausdiskutieren?« »Wo denn sonst? Vor meinem Vater?« Schweigen. Sachiko schaute Riley in die Augen. Wenn sie ihn so betrachtete, stand noch immer der fürsorgliche Mann vor ihr, für den sie einst Zuneigung empfunden hatte. Jemand, der ihr ein Gefühl von Stärke vermittelt hatte, wenn er sie umarmte. Auch wenn er nun der knallharte Agent sein musste, der sie zu ihrem Vater bringen sollte, würde er ihr niemals etwas antun, das war ihr klar. Genauso wie ihr klar war, dass sie niemals mitgehen würde. Sie waren abgelenkt, sonst wäre es nicht so unerwartet gekommen. Jack schrie, die Hand in die Brust gekrampft, ging er in die Knie. Er litt entsetzliche Schmerzen. »Was ist mit ihm?« fragte Katashi und schaute Sachiko hilflos an. »Scheiße«, entfuhr es Sachiko. »Sein Dämon mal funktioniert also doch.« Wild blickte sie sich um, den langen Mittelgang hinunter, der zum Eingang des Fischmarktes führte. Nebel waberte von draußen herein, streckte Schwaden wie dünne Finger nach Sachiko aus. Im Nebel war sie zu erahnen, die Gestalt, die sie die ganze Zeit erwartet hatte, die, deren Vorbote der Nebel war. Die Geisterfrau im blauen Kimono, genau wie sie sich in jener Nacht in ihr Gedächtnis eingebrannt hatte. Nur Kuchisake Onnas Stimme klang viel gehässiger als damals, als sie fragte: »Findet ihr mich schwierig?« London vor 10 Jahren. Nur wenig Sonnenlicht gelangte durch die Fenster hoch droben in den Trainingsraum, den Sachiko nun endlich betreten durfte. Wochenlang hatte sie gebettelt, Unterricht in Selbstverteidigung bei Riley nehmen zu dürfen. Sachiko setzte sich nur selten gegen ihren Vater durch, doch wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, bekam sie ihren Wunsch auch erfüllt, das wusste sie. Sachiko lernte Judo, einen traditionellen japanischen Kampfsport, bei dem man sich mit einem Holzstock verteidigte. Sie hielt ihren Stock, den Joe so fest umklammert, wie ein wertvolles Geschenk.
Sie liebte das Gefühl. Jedes Mal, wenn sie mit dem Joe zuschlug, fühlte er sich an wie ihr verlängerter Arm. Ein Arm, hinter dem unbändige Kraft stand. Nur den Stoffrock, den man beim Jodo trug, verabscheute sie. Er schränkte sie in ihrer Beinfreiheit ein. Und mit Einschränkungen hatte sie ihrer Ansicht nach im Leben bereits genug zu kämpfen. Allerdings bestand Riley darauf, dass sie den Rock trug. Wer eine Kampfkunst erlerne, müsse auch die Traditionen einhalten, die damit einherging. »Bereit?« fragte Riley. »Immer«, gab Sachiko mit aufgeregtem Lächeln zurück. Mit einem kräftigen Hieb ging er auf sie los. Dass sie den Joe hob, war reiner Reflex. Holz knallte dumpf auf Holz. Sachiko spürte stechenden Schmerz in den Händen. Doch bevor sie wusste, wie er geschah, vollführte Riley eine Drehung, schwang dabei den Stock und traf Sachikos Solarplexus. Der Schlag zwang sie in die Knie. »Alles klar?« fragte Riley. Sachiko richtete sich auf. »Ja«, sagte sie mit gepresster Stimme. »Du kannst auch kurz Luft holen, was trinken.« »Geht schon.« Sachiko nahm wieder Kampfstellung ein. »Okay, du hast den ersten Schlag abgewehrt, deine Reflexe sind gut, aber du hast nicht nachgedacht, die Abwehr war nicht klug.« Sie fuhr sich aus Verlegenheit durchs kanariengelbe Haar. »Okay, du musst den Joe diagonal halten.« Riley kam näher und umfasste ihre Handgelenke, um den Holzstock auszurichten. Seine Hände waren warm und rau, das mochte sie. Sie fühlten sich nach harter Arbeit an. »So, wenn ich das nächste Mal zuschlage, hältst du deinen Joe genau wie jetzt, bereit?« »Bereit.« Riley ließ sich lange Zeit. Er musterte Sachiko eingehend. Sie blieb überraschend locker und hochkonzentriert. Während sie auf seinen Angriff wartete, konnte sie ihren Herzschlag spüren. Riley schlug zu. Diesmal wehrte Sachiko den Schlag diagonal ab, wie Riley es ihr gezeigt hatte. Er vollführte seine Drehung, zielte mit dem Joe auf ihren Solarplexus. Diesmal ging ihr Versuch, sich Deckung zu verschaffen, auf. Rileys Joe prallte von ihrem ab. Sachiko jubelte innerlich. »Siehst du«, sagte Riley, »funktioniert doch gut, oder?« Sie nickte und lächelte. Riley erwiderte ihr Lächeln. Seine vernarbte Hasenscharte zog sich dabei nach oben. Sie war wahrlich kein schöner Anblick, doch Riley versteckte sie nicht, er trug sie mit Stolz. Und das bewunderte Sachiko an ihm. Riley zog den Holzstock zurück. Er wirbelte ihn umher, einmal um sich selbst. Eine neue, überraschende Angriffstechnik, die Sachiko abzuschätzen versuchte. Sie hob ihren Stock zur Verteidigung, allerdings ohne Bedacht, sondern auf gut Glück. Rileys Joe knallte wieder gegen ihren Solarplexus, heftiger als zuvor. Ihr wurde schlecht. Sie ging in die Knie und holte rasselnd Luft. Zwar gab ihr Riley die Hand, um ihr auf die Beine zu helfen, doch gerade zu stehen fiel ihr schwer. »Kein Angriff und keine Deckung ist perfekt, verstehst du?« sagte er. »Du musst deinen Gegner lesen können.« »Das war die einzige Deckung, die ich bisher gelernt habe.« Sie hustete. »Könntest du es nicht etwas langsamer mit mir angehen?« »Langsamer? Willst du eine Extrabehandlung?« Sachiko schüttelte den Kopf. »Nein, sicher nicht. Sonderbehandlungen bekam sie schon oft genug.« »Das habe ich nur gemacht, weil du dich so gut schlägst. Als Lehrer muss ich deine Grenzen austesten.« »Und? Grenzen gefunden?« »Vorerst.« Riley lächelte anerkennend. »Ich meine es ernst. Wenn du diesen Rat beherzigst, wirst du unschlagbar. Denn wer seinen Gegner lesen kann, kann sich auf den nächsten Schlag vorbereiten.« Sachiko begriff, dass sie in Riley einen guten Lehrer gefunden hatte. »Ach, und wie viele?« setzte Sachiko an und schenkte ihm ihr schönstes Lächeln. »Schülerinnen außer mir hast du sonst noch?« Riley lachte auf. »Ich habe aufgehört zu zählen.« Deutete sie seinen Tonfall richtig? Ging er auf ihren Flirt tatsächlich ein? Er war ihr Jodo-Lehrer, klar, und er arbeitete für ihren Vater, aber er war eben auch ein Kerl und nicht so viel älter als sie. »Aha, das ist also deine Art, mit Frauen umzugehen. Du hörst auf, sie zu zählen?« Riley legte den Holzstock beiseite. »Genug für heute. Wir machen nächste Woche weiter, selbe Uhrzeit.« Sachiko legte den Stock ebenfalls beiseite.
Wollen wir uns vielleicht schon früher treffen, einen Kaffee trinken? Sachiko, sagte er. Er wollte einen Kaffee mit ihr trinken, das spürte sie genau, und sie würde nicht locker lassen, bis er sich darauf einließe. Wenn sie etwas von ihrem Vater gelernt hatte, dann war es Hartnäckigkeit. Sie verfolgte ihr Ziel, bis sie es erreichte. Ist es wegen meines Vaters? Ich arbeite schließlich für ihn. Das ist doch kein Argument. Wenn ich Zeit mit dir verbringe, dann passt du ja gleichzeitig auf mich auf. Ich bin in sicheren Händen. Riley verzog das Gesicht. Ich sollte mit deinem Vater darüber reden. Er kann mit Schusswaffen genauso gut umgehen wie ich mit Holzstöcken. Ich muss wohl nicht sagen, wer da den Kürzeren ziehen würde. Ehe er die Halle verließ, blickte Riley sich zu ihr um und schenkte ihr ein Grinsen. Es ein verliebtes Grinsen zu nennen, wäre übertrieben gewesen, aber verknallt, ja, verknallt war das richtige Wort. Sachiko war zufrieden. Sie würde bekommen, was sie wollte. Wie immer. Angst lähmte Sachiko, als sie die herannahende Geisterfrau erblickte. Onas kalte Augen blitzten auf. Ihr Blick galt einzig und allein Sachiko. Sie war hier, um sie, Segen, zu holen. Um sie mit ihrer riesigen, scharfen Schere in zwei Hälften zu zerschneiden. Es war nicht anders als damals in Kyoto. Als wäre die Zeit nicht vorangeschritten, als wäre Sachiko nicht älter geworden, als hätte sie nichts gelernt. Als würde der Nebel herankriechen wie damals, sie einhüllen, ihr die Luft abschnüren. Sachiko, flüsterte Onna. Auch wenn sie noch einige Meter entfernt war, hörte Sachiko ihre Worte so deutlich, als würden sie ihr ins Ohr geflüstert. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Jede Silbe ein Lechzen nach Rache. Nicht so schnell, rief Jack. Riley, Katashi und er stellten sich geschlossen vor Sachiko. Eben noch waren sie aufeinander losgegangen, jetzt im Angesicht Onnas waren sie geeint. Die drei Männer würden kämpfen, um Sachiko zu beschützen. Das gab ihr den Mut zurück, den sie schon verloren geglaubt hatte. Aber Onna ließ sich nicht beirren. Während sie auf Sachiko zuschoss, rasch wie ein Gewittersturm, nahm sie das Seitentuch vom Gesicht, um ihre entstellte Fratze zu offenbaren. Sie schien zu lachen, als würde sie sich über die Torheit der drei Beschützer lustig machen. »Was zum Teufel ist das?« entfuhr es Riley entgeistert. »Keine Ahnung«, Katashi hob seine Waffe. »Aber wir sollten es abknallen.« Die Schüsse klangen dumpf, Meilen entfernt, als Onnas Begleiter, der Nebel, sie schluckte. Auf sie schienen die Schüsse keinerlei Auswirkung zu haben. Sie flog mit wehendem Haar und flatterndem Kimono auf die drei Männer zu. Sie waren keine Gefahr in ihren Augen. »Friss selber, Fratze!« schrie Jack. Es klang eher verzweifelt als siegessicher. Er verschoss Silberkugeln aus seiner Beretta, doch die Schüsse gingen durch Onnas Gestalt hindurch, ohne Wirkung zu zeigen. »Verdammt«, keuchte er, »sie lässt sich nicht aufhalten.« Die Geisterfrau hatte Katashi, der sich in der Mitte befand, ins Visier genommen. Schnell rauschte sie auf ihn zu, die Spitzen der Schere vor sich wie eine Lanze. Obwohl Katashis Magazin leergeschossen war, richtete er seine Waffe auf Onna, ein Akt der Verzweiflung. Onna holte mit der Schere aus und rammte sie ihm in den Bauch. Katashi blieb die Luft weg. Er senkte den Blick, verstand nicht, was gerade geschah. Blut troff aus der Wunde in seinem Bauch. Mit einem stummen Schrei auf den Lippen ging er in die Knie, sagte dann zur Seite. Katashi, stammelte Riley. Sachiko aber sah sich allein Onna gegenüber, die nun mit ihrer Schere auf sie zielte und machte sich bereit. Doch schon hatten Riley und Jack sich gefasst und stürzten sich auf Onna. Beiläufig versetzte die Geisterfrau beiden einen Schlag. Erst erwischte es Jack mit der stumpfen Seite der Schere, dann Riley. Metall traf auf Schädelknochen und beide Männer gingen zu Boden. Onna hatte freie Bahn, um Segen zu holen. Sachiko war in Kampfstellung gegangen. Die Fäuste erhoben, konzentrierte sie sich auf Onnas Schere, blendete alles um sich herum aus. Im hereinfallenden Mondlicht blitzten die Klingen, als Onna die Schere öffnete. Alles, was zwischen diese Klingen käme, würde in zwei Hälften geschnitten. Bei der ersten Bewegung würde Sachiko schon reagieren müssen, ausweichen und von einer Sekunde auf die nächste
war Sachiko bewegungsunfähig. Etwas hielt sie fest umschlungen, etwas Raues, Kratziges. Panisch schlug sie um sich, doch statt sich zu befreien, zog sich das Etwas noch fester um sie zusammen. Rücklings kam sie zu Fall, erst am Boden begriff sie, es war ein Netz, ein großes, robustes Fischernetz. Und dann sah sie, wer das Netz geworfen hatte. Ein großer, bärtiger Mann mit wettergegerbtem Gesicht. Mit einer Mischung aus Unglauben und Wut erkannte sie ihn. Es war Edgar Hughes. Da hast du sie, rief er. Seine Worte galten Honor. Ich liefere sie dir aus. Dafür lässt du meine Tochter in Ruhe. Wehrlos lag Sachiko am Boden. Bei jeder Bewegung verhedderte sie sich nur noch mehr im Netz. Onna schwebte auf sie zu und zielte mit der Schere auf sie. Hey, brüllte Jus. Ich hab dir die Frau gebracht. Gib mir dein Wort, dass du meine Tochter am Leben lässt. Onna wandte sich dem Fischer zu. Ihre Augen blitzten wütend und sie kicherte höhnisch. Blitzschnell hob sie die Schere und ließ sie auf ihn hinuntersausen. Die Klinge fuhr durch ihn hindurch, in die Schulter oberhalb der linken Brust hinein, unter dem Schulterblatt im Rücken hinaus, mit einer Leichtigkeit, als wäre sie durch Butter gegangen. Yus gellenden Schmerzensschrei vernahm Sachiko kaum, so sehr schlug Onnas Kaltblütigkeit sie in Bann. Die Geisterfrau war hier, um Rache zu nehmen. Feilschen ließ sie nicht mit sich. Wie ein nasser Sack ging Hughes zu Boden, zitterte vor Schmerz. Panisch wollte Sachiko aufspringen und flüchten. Es gelang ihr nicht. Sie schlug der Länge nach hin, gefangen im Netz. Es war aussichtslos. Es reicht, brüllte Riley. Bewaffnet mit einem Metallstab, den er in der Fischmarkthalle gefunden haben musste, stürzte er sich auf Onna. Er schwang den Stab so kraftvoll vor sich her wie ein Joe. Aus dem Lauf heraus schlug er zu, führte einen machtvollen Stoß gegen Onnas Schere. Es zeigte kaum Wirkung, aber Riley hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Er würde sie nicht besiegen können, aber zumindest aufhalten. Sachiko spürte eine Hand an ihrer Schulter. Es war eine sanfte, aber bestimmte Berührung. Einen großen Bruder stellte sie sich dabei vor, und in gewisser Weise war es auch so. Es war Jack. Er klappte bereits die Klinge aus seinem Army-Taschenmesser, während er leise fragte: Alles in Ordnung? Sachiko zwang sich zu einem Nicken und sah ihn die ersten Maschen des Netzes durchtrennen. Schnell und präzise schnitt er das Netz auf. Sie schlüpfte durch die Öffnung, kaum dass sie ihr groß genug erschien. Wir müssen Riley helfen. Ihr Körper fühlte sich taub an. Der Nebel nahm ihr die Sicht und doch war ihr Impuls, Riley zu retten, stärker. Vergiss es. Wir müssen zusehen, dass wir hier lebend rauskommen. Jack packte ihren Arm und zog sie in Richtung Notausgang an der Hallenseitenwand, dessen grünes Licht verhieß Rettung. Metall prallte auf Metall und Sachiko fuhr zu Riley herum. Sie sah Onna mit ihrer Schere auf ihn einstechen, wobei es ihm gelang, sie mit der Metallstange abzuwehren. Blaue Funken sprühten. Rileys schmerzverzerrtes Gesicht verriet, dass ihn der Kampf viel Kraft kostete. Riley, rief Sachiko. Hau ab, Sachiko! Befehl deines Vaters! Für Sachiko klangen diese Worte nach Hilferuf, nicht nach Befehl. Sie wäre ihrem Impuls gefolgt und Riley zu Hilfe geeilt, hätte Jack sie nicht gepackt und fortgezogen. Lass mich los, schrie sie. Onna holte zu einem weiteren Schlag gegen Riley aus. Ein kraftvoll geführter Angriff. Die Schere raste auf den Kopf des Agenten nieder. Eine Vorahnung beschlich Sachiko. Nackte Angst. Sie beobachtete, wie Riley die Metallstange schützend über seinen Kopf hielt. Der Aufprall der Schere auf den Metallstab war zu stark, die Schere zu mächtig, die Metallstange brach. Die beiden Hälften fielen zu Boden. Nein, stöhnte Sachiko. Sie wusste, was jetzt käme. Sie las Onnas Bewegung, ehe sie sie ausführte. Und Sachiko hatte Mühe hinzuschauen, war aber auch nicht fähig, den Blick abzuwenden. Onna vollführte eine Drehung mit der Schere, die Klingen sausten durch die Luft. Die Scherenspitze drang Riley in Höhe des Solarplexus in den Körper.
Sekunden später wurden seine Augen ausdruckslos. Noch bevor Onna die Schere herauszog und Rileys Blut sich auf den Boden des Billingsgate Fishmarkets ergoss, war er tot. Sachiko wehrte sich, doch Jack hatte sie in eisernem Griff. Sie musste zu Riley, auch wenn er leblos am Boden lag. Sinnlos, Sachiko. Wir müssen hier raus. Sie bringt uns sonst um. Sie war so im Schock, dass sie seine Stimme kaum hörte. Er kam mit seiner Last nur langsam voran, im einen Arm Sachiko, im anderen Arm Hughes. Der stöhnte bei jedem Schritt vor Schmerz. Wir müssen zum Hausboot, sagte Jack. Ja. Oh, warum tun Sie das? Fragte Hughes. Warum? Ja, retten Sie mich. Weil es meine Aufgabe ist, antwortete Jack. Kühle Luft schlug Sachiko entgegen, als Jack die Notausgangstür auftrat. Es war, als würden sie eine unheilvolle Welt verlassen, eine Welt, in der Onna herrschte. Sachiko sah über die Schulter. Neben Rileys Leichnam schwebte Onna und starrte den Flüchtenden hinterher. Triumphierend hob sie die blutbesudelte Schere. In diesem Moment schwor sich Sachiko, zurückzukehren in Onnas unheilvolle Welt und Rache zu nehmen. Aus Asphalt wurde Holz, das unter ihren Schritten, mit denen sie sich über den Steg quälten, bedrohlich knarrte. Es war das Erste, was Sachiko wahrnahm, seit sie dem Fishmarket entkommen waren. Holz unter ihren Füßen. Alles andere war dumpf, die Welt nicht mehr real und alles in ihr taub. Riley war tot. Die Knie gaben unter ihr nach. Wir müssen weiter. Jack zerrte sie hoch. Zum Hausboot. Sie spürte seinen eisernen Griff um ihren Arm. Wieder gaben die Beine unter ihr nach. Der Nebel wurde dichter, schien ihr ihre Kraft zu rauben. Das, was davon noch übrig war, schien nach ihr zu greifen, mit kalten Fingern, wie damals, und sie zu Fall bringen zu wollen. Sie aber setzte alles daran, durchzuhalten. Nach wenigen Schritten erreichten die drei das Ende des Holzstegs und das Hausboot. »Wir müssen es losmachen und rausfahren«, sagte Hughes. Er atmete schwer, quälte sich die Worte heraus. Obwohl er die Hand gegen die Schulter presste, quoll immer noch Blut aus der Wunde. »Warum sollten wir dir vertrauen?« blaffte Sachiko ihn an. »Du hast uns hintergangen. Wir hatten alles im Griff, bis du mir das Netz über den Kopf geworfen hast.« »Ja, es tut mir leid«, sagte Hughes. »Das war ein Fehler. Ich wollte nur meine Tochter...« »Einen Scheiß wolltest du«, fuhr sie ihm über den Mund. »Sachiko!« Jack hielt sie fest. »Wir haben keine Zeit dafür. Wir müssen uns retten.« Sie blickte den Steg hinauf, sah Onna, die ihnen folgte. Jack packte ihren Arm. Sie riss sich los und stieß ihn von sich. »Ich komme nicht mit. Ich werde gegen sie kämpfen.« »Das wirst du nicht. Das ist das Dümmste, was du jetzt tun kannst. Du hast nicht mal eine Waffe.« »Ich habe einen starken Willen.« »Einen starken Willen? Sie rammt dir ihre Schere in den Bauch wie bei Katashi und Riley.« Sachiko schaute den Steg hinauf. Mit einer unheimlichen Ruhe schwebte Onna in ihre Richtung. Ihr sadistisches Grinsen war beängstigend. »Sachiko«, rief eine Mädchenstimme, »ich brauche deine Hilfe.« Betty stand auf dem Hausboot und hielt ihren verletzten Vater im Arm. Aus ihren Augen sprachen Angst und Verzweiflung. »Verdammt«, dachte Sachiko. Dass Betty noch einmal der Geisterfrau ausgeliefert wäre, konnte sie nicht riskieren. Mit den Verletzungen, die Onna ihr zugefügt hatte, musste sie bereits genug Leid ertragen. Und dass ein weiterer, unschuldiger Mensch für ihren Kampf gegen Onna starb, würde Sachiko nicht verkraften. Sie sprang auf das Deck des Hausbootes. »Alles wird gut«, sagte sie und umarmte Betty. »Sag mir, was ich tun muss.« Der Motor des Hausboots war so altersschwach wie der ganze Kahn. Er sprang zwar an, soff nach einigen Sekunden jedoch wieder ab, während Onna immer näher kam. Dann endlich, eine halbe Ewigkeit schien vergangen, sprang der Motor an. Jack kam fluchend aus dem Motorraum. »Geschafft«, rief Betty. »Wir fahren.« Das Hausboot schipperte schleichend den Fluss entlang, doch es genügte, um Abstand von den Docklands zu gewinnen. Es war kalt auf dem Wasser. Aber den eigentlichen Schauder jagte Sachiko der Anblick ein, der sich ihr bot, als sie zurückschaute.
Onna, die Nebel zu ihren Füßen, auf dem Steg schwebte und ihr mit einem irren Lächeln hinterher schaute. Eigentlich hatte Hassan nie Probleme damit gehabt, Frauen auf einen Tee einzuladen. Wenn sie ablehnten, hatten sie seiner Meinung nach nur zu große Angst, sich in ihn zu verlieben. Wenn sie zustimmten, umso besser. Warum sollte es bei Stacy anders sein? Trotzdem musste er sich Mut zusprechen, als sie auf dem Gelände des Billingsgate Fish Markets parkten. Er umklammerte seine Ledertasche und nahm sich vor, Stacy nach einem Date zu fragen. Mehr als Nein sagen konnte sie nicht, oder? Stacy? Sie schaute suchend durch die Frontscheibe von Hassans Klapperkiste. Bevor wir aussteigen, möchte ich dich was fragen. Etwas Wichtiges, also... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Hassan hat das nicht Zeit. Stacy öffnete bereits die Beifahrertür. Wir müssen Sachiko und Jack finden. Einen Moment später war sie raus aus dem Wagen und überquerte den nebelverhangenen Parkplatz. Na, das läuft ja toll, sagte Hassan zu sich selbst und folgte ihr. Der Wind kam vom Fluss her und war kalt. Was Hassan aber frösteln ließ, war das Gefühl, dass ihnen Unheil drohte. Das Prickeln auf seiner Haut fühlte sich an, als würde es von einer unnatürlichen Kälte hervorgerufen. Stacy deutete auf die Fischmarkthalle vor ihnen. Ein riesiges, verlassenes Gebäude, das in dieser dunklen Nacht gespenstisch wirkte. Ich hab's im Gefühl, dass wir da rein müssen, um Sachiko und Jack zu finden. Hast du das Salz? Hassan hielt seine Tasche hoch. Hier drin. Stacy ging voran. Hassan folgte ihr und blickte sich auf dem Gelände um. Es schien, als würde der Nebel mit jedem Schritt in der Tat dichter. Der Notausgang seitlich der Halle stand einen Spalt breit offen. Vorsichtig schlüpften sie hindurch. Hassan blickte auf ein Meer von Verkaufsständen. Der Fischgeruch war kaum zu ertragen. Ich finde es ja gut, dass Dämonen mich nicht riechen oder wahrnehmen können, sagte er. Aber in solchen Situationen wünschte ich mir, ich wäre es, der nicht riechen kann. Abrupt blieb Stacy stehen. Stumm deutete sie auf die Mitte des Fischmarkets. Da lagen zwei Leichen, unter denen sich Lachen von Blut sammelten. Stacy setzte sich in Bewegung auf die leblosen Körper zu, während Hassan sich nicht rührte. Ihm zitterten die Hände, wie er erschrocken bemerkte. Komm schon, zischte Stacy. Er gehorchte, erleichtert, dass es sich bei den Toten nicht um Sachiko und Jack handelte. Dennoch hatte er Angst. Hier in der Halle lauerte der Tod. Stacy beugte sich zu einer der Leichen herunter, legte die Finger an den Hals. Kein Puls. Hast du eine Ahnung, wer die beiden sein könnten? Hab die noch nie gesehen. Hassan beäugte den Toten, der eine Hasenscharte hatte. Jemand wie er wäre ihm im Gedächtnis geblieben. Sieht aus, als hätte jemand die beiden aufgespießt, schlussfolgerte Stacy. Sie haben dieselben Verletzungen. Hassans Blick wanderte zu der anderen Leiche, ein japanischer Muskelprotz. Sein Hemd war blutgetränkt, beide Hände lagen auf seinem Bauch. Bei genauerem Hinsehen sah Hassan, dass der Mann atmete. Stacy, der Kerl lebt! Hastig knieten sie sich neben ihn. Als Stacy die Finger auf die Halsschlagader des Japaners legte, gab er ein Röcheln von sich. Hassan zog seine Jacke aus, rollte sie zusammen und schob sie dem Verletzten unter die Knie, um die Bauchmuskulatur zu entlasten. Können Sie mich hören? Fragte Stacy. Der Mann nickte. Sagen Sie mir, wer Ihnen das angetan hat. Der Geist! Eine Frau! Stacy nickte. Sie hatte mit dieser Antwort gerechnet. Hassan, ruf sofort Sachiko an. Was er getan hat, war bestimmt nicht richtig, sagte Jack. Aber Hughes wollte seine Tochter retten. Und das ist dumm gelaufen. Dich wollte er ja auch nicht opfern, antwortete Sachiko bissig. Sie saß auf der Couch im Hausboot, in eine Decke gewickelt. Sie zitterte trotz der Decke. Und seinetwegen musste Riley sterben. Stimmt nicht. Onna ist schuld am Tod von Riley und Katashi. Wie konnte Jack nur so uneinsichtig sein? Sachiko sprang wütend auf. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich hätte sie besiegen können. Und was nun? Jetzt zieht sie umher und sucht sich das nächste Opfer. Nichts hattest du unter Kontrolle. Onna hätte dich in zwei Hälften geschnitten.
Jack erhob sich. Du gehst allein in die Docklands, willst Honor herausfordern, ohne Plan und Verstand. Und dann wunderst du dich, wenn sie alle niedermetzelt? Jack war jetzt ebenso wütend wie sie. Wenn jemand Schuld an Rileys Tod hat, dann du! Die Worte trafen Sachiko wie ein Schlag ins Gesicht. Sie wollte etwas erwidern, doch sie konnte nicht. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Sie eilte zur Tür und riss sie auf. Zwar hörte sie noch, wie Jack ihr hinterherrief, er habe es nicht so gemeint, doch da schlug sie die Tür bereits hinter sich zu. Sie schaute auf die Themse. Das Wasser war ruhig, die Sterne spiegelten sich im dunklen Wasser, der Mond hing so tief wie einst über dem Kamo-Fluss in Kyoto. Sachiko umklammerte die Reling des Hausboots. »Geht es dir nicht gut?«, sagte Betty und stellte sich neben sie. Mittlerweile trug das Mädchen kein Seidentuch mehr vor dem Gesicht, als würde sie sich wegen der tiefen Schnitte nicht länger schämen. »Mir ging es schon mal besser«, antwortete Sachiko. »Wie geht es deinem Vater? Jake und ich haben die Wunde genäht. Ich glaube, es geht ihm besser.« Sachiko konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Ich bin beeindruckt, wie du dich um deinen Vater kümmerst. Du hast ihn bestimmt, oder? Ich meine, weil er dir ja das Fischernetz über den Kopf geworfen hat.« Sachiko zuckte mit den Schultern. »Geht schon. Ich habe eh so meine Probleme mit Vätern.« »Wieso?« »Liegt wohl an meinem Vater.« »Was ist mit ihm?« »Ja, kurz gefasst, er klammert ganz schön, verstehst du? Er denkt, er müsse auf mich aufpassen. Er versteht nicht, dass ich das schon selber kann.« »Ja, ich kenne das«, sagte Betty. »Man muss da geduldig sein. Mein Vater ist auch so. Er würde mich am liebsten nicht mal allein zum Fischmarkt gehen lassen, aber er meint es sicher nur gut.« Sachiko wusste keine Antwort. Sie war erstaunt, wie klug die Kleine war. »Manchmal sagen die Leute auf dem Fischmarkt gemeine Sachen zu mir, weil sie einen schlechten Tag haben oder weil sie einen einfach nicht mögen. Aber mein Vater war nie gemein zu mir, egal wie schlecht es uns ging. Er wollte immer nur, dass es mir gut geht.« Sachiko nickte. Sie fragte sich, ob das Gleiche für ihren Vater galt und er einfach nicht in der Lage war, das zu äußern. Lange starrten sie hinaus auf Londons nächtliche Docklands. »Ich habe das Gefühl, dass ich alle in Gefahr bringe«, sagte Sachiko schließlich. »Überall, wohin ich gehe, folgt mir Honor. Sie hat 2 Menschen getötet, die mir viel bedeutet haben, und es ist meine Schuld.« »Wieso soll es deine Schuld sein? Honor tötet alles, was ihr in den Weg kommt. Sie ist ein böser Geist.« »Ja, das ist sie.« Sachiko holte tief Luft. In diesem Moment fühlte sie sich stärker. Gerade als sie daran dachte, was ihr Vater ihr über Hartnäckigkeit gesagt hatte, hörte sie Jack rufen. »Schnell!« Es klang panisch. »Es stimmt etwas nicht mit Hughes.« Hughes lag in seiner Koje und warf den Kopf hin und her, als habe er einen Anfall. Jegliche Farbe war aus seinem Gesicht gewichen. Rasch war Sachiko bei ihm und fühlte ihm die Stirn. »Er ist verdammt kalt. Was ist mit ihm?« Jack zog die Decke über Hughes Oberkörper beiseite. Darunter war die Wunde zu sehen, sie war bestens genäht. Es trat kein Blut mehr aus. Daran konnte es nicht liegen. »Ein Kreislaufschock. Wir müssen ihn wärmen«, sagte Sachiko. »Ich hole ein paar Decken.« Jack rannte aus der Kajüte. »Alles wird gut, Mr. Hughes«, sagte Sachiko. »Wir kümmern uns um Sie. Sie brauchen keine Angst zu haben.« »Betty«, sagte Edgar Hughes leise. »Ja, sie ist ein gutes Mädchen.« »Das ist sie. Es tut mir leid, was ich Ihnen angetan habe, Sachiko.« Sachiko nickte. »Ist schon gut.« Jack kehrte mit Decken und Kissen im Arm zurück. Er wickelte Hughes ein wie eine Mumie. Langsam bekam er wieder Farbe im Gesicht. »Es geht ihm wieder besser«, meinte Sachiko. »Wir werden ihn aber noch weiter im Auge behalten müssen.« »Es geht schon«, sagte Hughes. »Wir müssen doch die Docks von einem Geist befreien.« Sein Versuch zu lachen endete in einem Hustenanfall. »Keine Sorge«, sagte Sachiko, »darum kümmern wir uns schon. Aber Sie sollten sich ein wenig ausruhen.« Ihr Handy vibrierte in ihrer Hosentasche. Sie holte es hervor, schaute auf das Display. Es war Hassan. »Sachiko, ist alles okay bei dir?«
Hassan konnte gar nicht sagen, wie beruhigt er war, die Stimme seiner Kollegin zu hören. Pass auf, wir sind im Bill Gates Market. Billingsgate, korrigierte ihn Stacy. Ja, in einer Fischmarkthalle. Wir stehen hier in zwei riesigen Blutlachen. Wo seid ihr? Die Verbindung war mehr als schlecht. Ihr müsst verschwinden, hörte er Sachiko schreien. Nein, nein, ist alles gut. Wir haben vom Professor ein Salz bekommen, das gegen Geister... Hallo, hallo, hörst du mich? Hassan, brüllte Sachiko. Ihr müsst zusehen, dass ihr so schnell wie möglich von da wegkommt. Sie kommt und tötet euch. Aber wo seid ihr? Wir sind in Sicherheit. Macht das hier... Ganz plötzlich war die Leitung tot. Hassan legte auf. Um ihn herum stieg dichter Nebel auf, der sich um seine Füße legte, als wolle er ihn festhalten. Irgendetwas ging hier nicht mit rechten Dingen zu. Was ist los? Fragte Stacy. Sie sind in Sicherheit, aber Sachiko meinte, wir sollten ihr so schnell wie möglich die Biege machen. Sie klang geradezu panisch. Stacy musterte skeptisch die Umgebung. Sie fühlte sich unwohl, das war unschwer zu sehen. Der Nebel wurde dichter. Katashi, dem sie einen Druckverband improvisiert hatten, versuchte sich aufzurichten, schaffte es nicht. Stacy half ihm auf die Beine. Der Nebel, nichts Gutes, kommentierte er unheilvoll. Schnell weg. In Ordnung, sagte Stacy. Wir gehen zu meinem Wagen. Darin sind wir sicher. Katashi zeigte die Richtung und stützte sich auf Stacy. Hassan kam von der anderen Seite dazu. Langsam schlurften sie in Richtung Ausgang. Eine Nebelwand türmte sich draußen vor ihnen auf. Wo steht dein Auto? Fragte Stacy. Katashi röchelte, als würde er jeden Moment den letzten Atemzug tun. Kratz uns jetzt bloß nicht ab, dachte Hassan. Seine Augen wanderten suchend umher. Alles, was er im Nebel erkannte, waren kleine silberne Lichter, die sich langsam auf ihn zubewegten. Was das wohl war? Lichtmasten irgendwo in der Ferne an der Themse, beleuchtete Bojen, die die Fahrrinne markierten. Dass die Lichter sich bewegten, und zwar auf sie zu, begriff Hassan viel zu spät, nämlich erst, als sich die Gestalt bereits aus dem Nebel löste. Ein Augenpaar war es, das sie aus dem Nebel heraus anstarrte. Keine menschlichen Augen, sondern kalte, irre Augen, die auf Mord sahen. Hörte Hassan eine Stimme sagen, kalt wie Eis. Es war der Geist einer Frau mit schwarzen Haaren, die einen Wind zerzauste, der nicht von dieser Welt war. Ihr halbes Gesicht war von einem Schleier verdeckt. Das ist Kuchisake Onna. Stacys Stimme hatte einen kämpferischen Unterton. Die Geisterfrau riss den Arm hoch und als hätte sie sie aus dem Nebel gepflückt, hielt sie eine gigantische Schere in der Hand. Mit hoch erhobener Schere, bereit zuzustechen, kam Onna auf sie zu. Haar und Kimono flatterten, so schnell schwebte sie ihren Opfern entgegen. Es gab keinen Weg an ihr vorbei. Wenn sie versuchen würden zu flüchten, wären sie der Geisterfrau im Nebel hilflos ausgeliefert. Ihre Mordlust war für Hassan greifbar wie eine Waffe. Sie freute sich darauf, sich auf Stacy zu stürzen, sie abzustechen. Findet ihr mich schön? Fragte Onna nachdrücklich. Sie richtete ihre Frage ebenfalls an Katashi, der in Hassans und Stacys Armen hing. Hassan hingegen schenkte sie keine Aufmerksamkeit. Fast als würde sie ihn nicht sehen. Hassan machte ganz vorsichtig einen Schritt zur Seite. Sie nimmt mich tatsächlich nicht wahr, freute er sich im Stillen. Onna schwang die rostige Schere, als wäre sie ein Samurai, der sich für einen Kampf aufwärmte. Dabei wich ihr Blick nicht von Stacy. Langsam zog sie den Schleier vom Gesicht. Eine hässliche Fratze kam zum Vorschein und Hassans Magen krampfte sich zusammen. Onnas Stimme troff vor Bösartigkeit. Onna streckte ihre Hand mit der Schere nach Stacy aus. Die spitzen Klingen zielten auf Stacys Gesicht, ohne es zu berühren. Ja, ich finde dich verdammt hässlich, antwortete Stacy, die sich nicht erschrecken ließ. Vor Überraschung riss Onna die Augen auf, die schwarzen Pupillen riesig, eine schwarze Leere, die einen zu verschlingen drohte. Aus den Augen sprach nichts als Grausamkeit.
Bei dem Anblick spürte Hassan, wie sich seine Nackenhaare aufstellten. Onna holte aus, gleich würde sie zustechen. Es war Impuls, nichts davon bedacht. In einer fließenden Bewegung riss Hassan sich die Ledertasche von der Schulter, um sich einen Lidschlag später die Tasche wie einen Schild vor sich zwischen Stacy und die niedersausende Schere zu werfen. Die Schere stach durch das Leder hindurch. Der Stoß hatte solche Wucht, dass Hassan in die Knie ging. Seinen Schild, die Tasche zu halten, nötigte ihm alle Kraft ab. Trotzdem fehlte nicht viel und Onnas Waffe wäre ihm in die Bauchdecke gedrungen und hätte ihn so zugerichtet wie Katashi oder Riley. Dass er die wegen des dicken Leders so schwere Tasche stets mit sich herumschleppte, machte sich endlich bezahlt. Sie rettete ihm das Leben. Hassan hob den Blick, obwohl er zögerte, in Onnas eisig blaue Augen zu sehen. Doch darin spiegelte sich keine Mordlust mehr, nein, es war Verwirrung. Offenkundig begriff sie nicht, wie ihr Angriff hatte abgewehrt werden können. Sie konnte Hassan nicht sehen. Ohne sie aus den Augen zu lassen, sagte Hassan über die Schulter: Mach, dass ihr hier wegkommt! Gleich darauf hörte er Stacy unter Anstrengung den Verletzten aus der Gefahrenzone schleifen. Und dann war es passiert. Onna fixierte ihn jetzt doch mit ihren kalten Augen. Oder den unsichtbaren Gegner, den sie hinter der Tasche vermutete. Sie zog an der Schere, versuchte sie aus der Ledertasche zu ziehen. Ein letzter kräftiger Ruck und Onna entriss Hassan die Tasche. Er musste mit ansehen, wie seine geliebte Ledertasche an der Spitze von Onnas Schere hing. Wütend starrte die Geisterfrau Hassan an, während sie die Tasche von der Scherenspitze zog, nur um sie danach wegzuwerfen, quer über den Parkplatz hinein in den Nebel. Nun war sie für Hassan unerreichbar. Scheiße, dachte er. Onna wirbelte ihre Schere durch die Luft. Die Klingen stießen hinunter auf Hassans Kopf zu. Mit schreck geweiteten Augen sah er das Metall der Klingen aufblitzen und duckte sich. Gerade noch rechtzeitig, knapp zischte die Klinge über seinen Kopf hinweg. Hart landete Hassan auf dem Asphaltboden im dichtesten Nebel. Er mochte ja für Onna unsichtbar sein. Aber jetzt war sie es für ihn auch. Panisch robbte er über den Boden. Dass er sich schmerzhafte Schürfwunden zuzog, bemerkte er kaum. Überlebenswille trieb ihn vorwärts, bis er aus dem dichtesten Nebel heraus war. Möglichst lautlos kam Hassan hoch auf die Füße und schaute sich um. Nur wenige Meter hinter ihm befand sich Onna, die mit ihren kalten Augen den gesamten Parkplatz absuchte. Wo bist du? Rief sie gehässig. Wo bist du? Aus der anderen Richtung blinkten Hassan zwei Lichter an. Scheinwerfer, die den Nebel dort durchdrangen. Katashis Wagen, verstand Hassan. Stacy und Katashi haben es geschafft. Er entschied, dass er die Tasche aufgeben musste. Sie war im dichten Nebel verschollen. Auf möglichst leisen Sohlen bewegte sich Hassan dem Licht der Scheinwerfer entgegen. Du hast nur Erfolg, wenn du nicht aufgibst, hatte Sachikos Vater immer gepredigt. Ständig hatte er ein Wort wiederholt. Hartnäckigkeit. Er hatte ihr Schwimmen beigebracht. In einem mit Kindern überfüllten Pool in Kyoto. Harutomi Tokunaga zählte zu den Schwergewichten des Militärs und bewegte sich in den besseren Kreisen der Stadt. Doch er fand es genauso wichtig, sich unter das gemeine Volk zu mischen. Ständig stieß Sachiko gegen andere Kinder, ständig war er jemand im Weg. Es war Hochsommer und das Schwimmbad gnadenlos überfüllt. Das duldete ihr Vater nicht als Ausrede. Er zwang sie, sich so lange über Wasser zu halten, bis sie schwimmen konnte. Nicht aufgeben. Zeig Hartnäckigkeit. Daran dachte sie, während sie mit Jack Richtung Docks schwamm. Nachdem der Motor des Hausbootes ausgefallen war, gab es nur eine Möglichkeit, zurück zum Billingsgate Market zu kommen. Schwimmen. Das Wasser war eiskalt und der Fluss breit, die Strömung unangenehm. Die Lichter der Docklands waren noch fern. Sachiko versuchte, unter kurzen Atemzügen Tempo aufzunehmen. Hin und wieder wurde ihr schwarz vor Augen. Zeig Hartnäckigkeit. Alles okay bei dir? Fragte Jack. Er schwamm neben ihr, immer nur ein kleines Stückchen voran. Offenkundig wollte er sich jederzeit umdrehen und einen Blick auf sie werfen können.
Ihm schien das Schwimmen im eiskalten Wasser bei weitem nicht so viel auszumachen wie ihr. »Ich halte durch«, sagte Sachiko und spürte ihre Unterlippe zittern. »Ich hab das vorhin nicht so gemeint«, sagte Jack. »Schon okay.« Die Lichter ihres Ziels schienen nicht näher zu kommen. Sachiko dachte an Hassan und Stacy. Ob sie den Brief entschlüsselt hatten? Sicher. Aus welchem Grund wären sie ihr und Jack sonst gefolgt? Es war für Sachiko noch immer befremdlich, dass sich ihre Kollegen in private Angelegenheiten einmischten. Denn als diese betrachtete sie ihren Feldzug gegen Onna. Und Onna den gegen sie ja offenkundig auch. Aber gut, es war nun einmal so und damit musste sich Sachiko abfinden. Sie fragte sich, ob Stacy und Hassan Onna bereits begegnet waren. Ob sie noch lebten. Sie waren im Nahkampf ausgebildet, sie würden sich wehren können. Mit diesem Gedanken versuchte sie sich zu beruhigen. Aber eine Nahkampfausbildung hatte auch Riley. Sie musste so schnell wie möglich zu den Docklands. Sachiko ignorierte, dass sie langsam, aber sicher an ihre Grenzen kam. Hartnäckigkeit. Sie dachte an die strengen Gesichtszüge ihres Vaters. Die Sonne strahlte ihm ins Gesicht, als er seine Tochter durch den überfüllten Pool scheuchte. Er verzog keine Miene. Die Sonne hätte ihm das Gesicht verbrennen können. Es hätte ihm nichts ausgemacht. Nicht aufgeben, Sachiko. Erst jetzt begannen die Schürfwunden zu brennen. Hassan lag auf der Rückbank des Mercedes und begutachtete den Schaden. Vorsichtig tastete er nach der blutigen Wunde am Ellenbogen und zog scharf die Luft ein, als er sie berührte. »Nun zier dich mal nicht so«, wandte sich Stacy zu ihm um. Sie war vorn auf dem Fahrersitz dabei, Katashis Bauchwunde zu verarzten mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung standen. Etwas Panzertape, Nadel und Faden sowie ein Flachmann mit Johnny Walker zum Desinfizieren. »Ich glaube, Katashi hat mehr Grund zum Heulen als du.« Hassan schenkte ihr einen bösen Blick. Sie mochte vielleicht recht haben, aber solche dummen Sprüche hatte er wirklich nicht verdient, nachdem er ihr das Leben gerettet hatte. Als würde Katashi das genauso sehen, sagte er mit schwacher Stimme, »Das war echt mutig von dir, Hassan.« »Danke. Ich konnte nicht dastehen und zugucken, wie ein Geist meine Partnerin absticht.« Stacy konzentrierte sich weiter auf Katashis Wunde, goss etwas von dem Whisky über das blutende Fleisch. Hassan räusperte sich. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die Ledertasche in der Lage wäre, so krasse Klingen abzuhalten.« Stacy hob den Kopf. Mit ihren dunklen Rehaugen und diesem entwaffnenden Blick sah sie ihn an. »Du hast doch die Tasche noch, oder?« Genervt seufzte Hassan. »Nein.« »Was? Aber da ist doch... Wie konntest du das Salz aufs Spiel setzen?« »Damit ich dir dein verdammtes Leben retten kann?« Hassan hörte sie schwer schlucken. Sie war wütend, doch ihr Blick verriet, dass sie nicht wusste, wohin mit ihrer Wut. »Und warum hast du nicht gleich das Salz genommen und sie damit bekämpft?« »Oh, tut mir leid. Nächstes Mal, wenn ein Geist mit einer Schere nach dir sticht, werde ich erst mal ein paar Minuten in meiner Tasche kramen.« »Hey Hassan, bleib cool, ja?« »Nein, Stacy. Ich rette dir dein verdammtes Leben und du bist nicht in der Lage zu sagen, danke Hassan, das hast du gut gemacht. Wir sollten zusammen einen Tee trinken gehen.« »Was?« Mit schmerzverzerrtem Gesicht setzte sich Katashi auf. »Hey ihr beiden, könnt ihr euren Ehestreit nicht ausfechten, wenn wir aus der ganzen Kiste hier lebend raus sind?« Hassan schaute in Stacys ausdrucksloses Gesicht. Ihr fehlten fürs Erste die Worte. Aber was brachte das ganze Gerede? Hassan wollte einfach nur noch in Ruhe den Job erledigen, den sie zu erledigen hatten, und nicht weiter mit Stacy Wortgefechte führen. Er wandte das Gesicht ab und blickte aus dem Autofenster auf den nebelverhangenen Parkplatz. Störrisches Schweigen herrschte im Wagen. Völlig unerwartet hob Stacy den Kopf. Sie lächelte Hassan zaghaft an und hauchte: »Danke.« Dann wandte sie sich wieder Katashis Wunde zu. Hassan konnte sich ein triumphierendes Lächeln nicht verkneifen. Der Nebel hatte wieder zugenommen. Trotzdem versuchte Hassan auszumachen, wo sich seine braune Ledertasche befand. Er strengte seine Augen an, um aus dem sicheren Auto heraus vielleicht zumindest den dünnen roten Streifen auf der Umhängeschlaufe irgendwo zu entdecken. Dann könnte er die Tasche holen.
Natürlich käme er dabei Onna in die Quere. Wenn er jedoch möglichst unauffällig und leise bliebe, könnte er ihr doch genauso entkommen wie schon einmal. Ja, warum sollte das nicht ein zweites Mal klappen? Er presste sein Gesicht gegen die Autoscheibe in der Hoffnung, etwas zu erkennen. Da passierte es. Der Wagen bewegte sich. Ganz leicht, fast unmerklich. Als würde der Mercedes unter einem schweren Gewicht auf den Asphalt gedrückt. Oder vielleicht standen sie auf unebenem Boden. Nein, das konnte nicht sein. Der Parkplatz war asphaltiert. Da war es wieder. Die Rückbank sank ein Stück tiefer. Skeptisch schaute er sich um. Leute, spürt ihr das auch? Katashi, dessen Wunde Stacy noch immer nähte, ächzte. Also, alles, was ich spüre, ist eine Nadel im Bauch. Ein Zischen ertönte, als würde man die Luft aus einem Luftballon lassen. Nun senkte sich der Mercedes auch im vorderen Bereich. Hassan hat recht. Stacy ließ von Katashis Wunde ab. Der Wagen bewegt sich. Hassan, kannst du sehen, woran das liegt? Hassan drückte sich die Nase an der Scheibe platt. Wartet mal. Weiß und spitz, direkt vor seinem Gesicht, eine ganze Reihe davon. Zähne. Zähne in einer Fratze. Onnas entstelltes Gesicht stieß aus dem Nebel heraus auf die Scheibe zu. Ihr teuflisches Grinsen versprach Gefahr, ihre Augen leuchteten vor Vorfreude. Sie hatte sie in der Falle. Metall krachte gegen Hassans Autoseite. Sie wölbte sich nach innen. Sie sticht mit der Schere auf das Auto ein, begriff Hassan. Ein zweites Mal stieß Onna zu und diesmal stieß sie durch die Karosserie hindurch. Hassan wich im letzten Moment den Scherenspitzen aus. Oh mein Gott, schrie er. Sie greift uns an. Onna zog die Schere aus dem Blech, nur um sie gleich darauf ein weiteres Mal hineinzustoßen. Sie würde das Auto aufschneiden wie eine Blechdose. Ein weiterer Stich und Onna könnte problemlos in den Wagen hineingelangen. Katashi, sagte Stacy, den Zündschlüssel. Hassan hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Könnte er versuchen, Onna aufzuhalten, sie zu entwaffnen? Aber wie? Oder wie ließe sich die Schere ablocken? Er kam sich vor wie ein Tier in der Falle. Katashi! Brüllte Stacy. Katashi mühte sich panisch und unter Schmerzen den Schlüssel hervorzuziehen. Hassan sah die Wundnaht aufplatzen, aber Katashi hatte den Schlüssel endlich, steckte ihn ins Schloss, fast wäre er ihm dabei entglitten. Die Schere, die eben noch Hassan bedrohte, war weg. Es blieb nichts als ein tiefes Loch in der Karosserie, durch das gespenstisch kalte Luft strömte. Und dann sah Hassan Klingen aufblitzen und am Seiten- und Beifahrerfenster vorbeitanzen und die Windschutzscheibe erreichen. Er sah die Hand nicht, die die Schere führte, aber sah, wie sie, wie ein Speer erhoben, auf die Frontscheibe zielte. Achtung! Brüllte er. Die Schere durchschlug die Windschutzscheibe mit einem lauten Knall und Hassan hielt sich die Ohren zu, während er hinter den Rückenlehnen nach unten tauchte. Er kam aus seiner Deckung und sah, dass Katashi und Stacy unverletzt waren. Die Schere stak in der Scheibe und als sie herausgezerrt wurde, knackte das Glas. Risse breiteten sich in der Scheibe aus. Hassans Blick ging hinauf zu Onnas Gesicht, während sie neben dem Mercedes stand und an der Schere zog. Aus ihrem Gesicht sprach Wahnsinn und Grausamkeit. Onna hob ihre Waffe ein weiteres Mal und stach auf die Scheibe ein. Leg mich, sagte Stacy. Sie drehte den Autoschlüssel, der Mercedes sprang mit dem satten Geräusch eines PS-starken Motors an. Stacy legte den Gang ein und gab Gas. Der Wagen schoss vor, trotz der von Onna aufgeschlitzten Reifen, polterte auf Alufelgen über den Asphalt. Langsamer, warnte Hassan. Nebelfeuchte, kalte Luft peitschte durch die durchlöcherte Windschutzscheibe. Man sah so gut wie nichts. Fahr langsamer, sonst... Er bekam nicht die Zeit, den Satz zu Ende zu sprechen. Vor ihnen tauchten schwarz die Umrisse eines Laternenpfahls auf. Der Mercedes prallte mit Wucht dagegen. Sie kamen zu langsam voran. Das Wasser war kalt, nicht mehr als 10 Grad... und sie waren bereits eine Weile geschwommen. Jack schwamm dicht neben Sachiko. Immer wieder fragte er, ob bei ihr alles in Ordnung sei. Jedes Mal klang er ein bisschen weiter weg, als hätte er sich ein Stückchen entfernt. Sachiko schüttelte den Kopf.
Sie musste sich zusammenreißen. Es war nicht mehr weit. Sie konnte den Bootssteg schon ausmachen. Sie erinnerte sich an eine Leiter, die am Ende des Stegs ins Wasser ragte. Es brauchte nur etwas Kraft, sich über sie an Land zu ziehen. Sobald sie die erste Sprosse zu greifen bekäme, hätte sie es geschafft. Sie atmete tief ein und wieder aus. Immer häufiger wurde ihr schwarz vor Augen. Auf dem Steg stand jemand. In hellem Licht, als schiene die Mittagssonne von Kyoto auf den Steg. Es war Sachikos Vater. Er stand da, ganz stramm, in tannengrüner Uniform mit weißer Schärpe. Ich bilde mir das nur ein. Ihr Vater blickte sie so streng an, dass sie sich verkrampfte. Komm schon, Sachiko, zeig, was in dir steckt. Sachiko bemühte sich, schneller zu schwimmen, doch stattdessen fiel es ihr immer schwerer. Sie wurde langsamer. Ich wäre nie dort gelandet, wo ich bin, hätte ich jemals aufgegeben, sagte ihr Vater. Sachiko stieß sich mit aller Kraft durchs Wasser. Bei jedem Stoß tauchte ihr Gesicht tiefer ins Wasser ein. Jack griff nach ihrer Schulter, doch im Reflex schlug Sachiko seine Hand weg. Mehr Hartnäckigkeit! Kaum war der Satz gefallen, schien es, als würden Sachiko alle Kräfte verlassen. Ihr wurde schwarz vor Augen, ihr Kopf sank unter Wasser. Mit eiskalten Klauen rissen die Wasser der Themse sie in die Tiefe. Es ist nicht mehr weit, dachte sie, aber es half nichts. Sie spürte ihre Arme und Beine nicht mehr. Vor ihrem inneren Auge sah sie ihre Freundin Yoko, wie sie ihr langes, schwarzes Haar schüttelte und erzählte, dass sie eines Tages Geisha werden wollte. Tu es für sie. Sachiko sah Riley, der im Trainingsraum mit dem Joe herumwirbelte. Er grinste Sachiko an und sie fühlte sich sicher und geborgen. Tu es für ihn. Tu es für Yoko und Riley. Sachiko tauchte auf, schaute zum Steg hinauf ihrem Vater entgegen. Bleib hartnäckig, Sachiko. Ich bin verdammt hartnäckig, du Arschloch. Mit einem Mal besaß sie die Kraft, zum Steg zu schwimmen, der Leiter entgegen. Sie streckte sich nach der untersten Sprosse, machte sich so lang, wie sie nur konnte. Auch wenn das Metall der Leiter verdammt kalt war, fühlte es sich in diesem Moment warm an. Es bedeutete Rettung. Jack stützte sie von unten. Sie haben es geschafft, sagte er. Noch einmal nahm Sachiko alle Kraft zusammen. Beim Hinaufklettern blickte sie sich um. Die Docklands waren noch so, wie sie sie verlassen hatten, totenstill und in Nebel gehüllt, der Unheil bedeutete. Das Pfeifen in Hassans Ohren war penetrant. Er schüttelte den Kopf. Der Schleier vor seinen Augen ließ sich nicht wegblinzeln. Alles, was er sah, blieb etwas unscharf. Hassan konzentrierte sich. Windschutzscheibe. Da war keine Windschutzscheibe mehr, da war ein großes schwarzes Loch. Scheiße, war alles, was er herausbrachte. Er lehnte sich nach vorn zu Stacy und Katashi. Ist bei euch alles in Ordnung? Fragte er. Keine Reaktion. Stacys Kopf ruhte still auf dem Lenkrad. Katashi lehnte zur Seite, als würde er aus dem Wagen fallen, wenn man die Tür öffnete. Beide waren bewusstlos. Stacy! Hassan rüttelte sie an der Schulter, zog sie dann hoch in eine aufrechte Sitzposition. Er strich ihr über das Gesicht. Wach auf! Wir haben einen Job zu erledigen. Man sollte auf bewusstlose Menschen einreden, wenn sie ihr Bewusstsein verloren hatten, meinte er einmal gehört zu haben. Okay, wir hatten Meinungsverschiedenheiten, aber wir müssen zusammenhalten. Wir sind doch ein Team. Zögerlich beschaute Hassan den Schaden, den der Wagen genommen hatte. Da war das Loch in seiner Autotür. Nebel füllte den Mercedes mit Kälte. Onna hatte das Loch in die Karosserie geschlagen. Onna hatte auch dafür gesorgt, dass Stacy und Katashi bewusstlos waren. Hassan erschauderte. Vorsichtig spähte er durch das Loch, als könne jeden Moment eine Schere hindurchstoßen. Wo war Onna? Lauerte sie da draußen? Wartete sie auf den richtigen Moment für eine erneute Attacke? Ich brauche die Ledertasche. Warum verlierst du auch diese verdammte Tasche mit dem Salzfässchen? Murmelte Hassan. Was Stacy ihm jetzt wohl sagen würde, wäre sie bei Bewusstsein? Wahrscheinlich nichts Nettes. Aber bestenfalls würde es ihn anspornen. Du bist ein Versager, hörte er ihre Stimme in seinem Kopf. Du hast es verbockt.
Du bist keine große Hilfe, meinte Hassan an seine bewusstlose Kollegin gerichtet. Ich brauche einen sinnvollen Vorschlag. Sieh zu, dass du das verdammte Salzfass zurückholst. Hassan drückte das Gesicht gegen die Fensterscheibe. Nebel. Sonst nichts. War er diesmal nicht unsichtbar für die Geisterfrau gewesen? Dämonen konnten ihn nicht wahrnehmen, aber wie verdammt nochmal war das bei Geistern? Hatte sie ihn im Auto nur bemerkt, weil er zu laut gewesen war? Würde sie mitbekommen, wenn er über den Parkplatz liefe? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, meldete sich Stacys Stimme in seinem Kopf. Ja, da hast du recht. Hassan biss die Zähne zusammen und stieß die Tür auf. Als er aus dem Mercedes heraus in den Nebel trat, war es, als würde er in eine andere Welt eintauchen. Eine Welt aus schleichender Kälte, die von einer irren Geisterfrau namens Onna beherrscht wurde. Hassan blickte in die Richtung, in der er die Halle vermutete. Er bewegte sich so geräuschlos wie möglich. Nach ein paar Schritten hielt er inne. Er hörte ein Flüstern. Hassan strengte sich an, die Worte zu verstehen, die die Stimme leise vor sich hin sagte. Aber das war keine Geisterstimme. Es musste ein Mensch sein. Nein, mehrere. Hassan wandte sich um. Er meinte, eine weibliche und eine männliche Stimme herauszuhören. Sachiko und Jack! Er holte tief Luft und wollte sich zu ihnen aufmachen. Da kam Bewegung in den Nebel vor ihm. Als würde eine Gestalt darin an ihm vorbeirauschen. Hassan sah die gespreizte Schere aufblitzen. Onna schoss auf Sachiko und Jack zu, bereit, sie zu töten. Sachiko zog sich die letzte Sprosse hinauf und ließ sich auf den Holzsteg fallen. Sie atmete schwer, mit schmerzenden Lungen. Sie wünschte sich, sie könnte einfach ein paar Tage so liegen bleiben. Jack kniete sich neben sie, fühlte ihr die Stirn. Du bist unterkühlt. Du brauchst eine Pause. Nein, sagte Sachiko. Langsam richtete sie sich auf. Es kostete Anstrengung. Ihre Gliedmaßen waren steif, der Nacken schmerzte. Ruh dich einen Moment aus, sagte Jack. Ich schaue mich um. Ich komme mit. Sachiko hielt die Luft an und rubbelte sich warm. Sie spürte ein kleines bisschen Leben in ihren Körper zurückkehren. Sie gingen den Steg hinauf, bis Jack abrupt stehen blieb und auf den Parkplatz vor ihnen deutete. Sachikos Blick folgte dem Fingerzeig und es durchfuhr sie wie ein Schock. Das bisschen Wärme verschwand schlagartig. Sie zitterte. Nebelschwaden waberten ihnen entgegen und im Nebel zeichneten sich Onnas Umrisse und die ihrer riesigen Schere ab. Die Geisterfrau schälte sich aus dem Nebel und lächelte Sachiko an. Sie trug keinen Schleier mehr. Es gab keinen Grund mehr, ihre hässliche Fratze zu verstecken. Ich will sehen, zischte Onna. Sachiko war fest entschlossen, sie würde Onna gegenübertreten. Doch ihre Ausgangssituation war denkbar schlecht. Vor Kälte zitterte sie so heftig, dass sie kaum ihre Hände ruhig halten konnte. Onna erkannte Sachikos Schwäche und lachte siegessicher. Sachiko spürte Jacks Hand auf der Schulter. Lass mich das machen. Nein, Jack, nein. Auch er zitterte vor Kälte, doch er stellte sich schützend vor sie. Erst bekommst du es mit mir zu tun. Mit unglaublicher Geschwindigkeit schoss Onna auf ihn zu. Offenbar war sie es endgültig leid, behindert zu werden, wenn sie an Sachiko Rache nehmen wollte. Sie war so schnell, dass kaum Zeit zu reagieren blieb. Und mit dem Schwung aus dieser Bewegung holte sie aus und schlug Jack die stumpfe Seite der Schere gegen den Kopf. Er ging zu Boden, schüttelte sich, als könnte er so wieder einen klaren Kopf bekommen. Onna schenkte ihm keine weitere Aufmerksamkeit. Zielstrebig kam sie auf Sachiko zu. Geisterhafte Nebelschwaden begleiteten sie, griffen nach Sachiko und strichen ihr wie sanfte Hände über die Haut. Zeig keine Schwäche, sagte sich Sachiko. Kämpfe! Sie hob die Fäuste und ging in Kampfstellung. Onna verzog die Fratze zu einem bösartigen Grinsen. Die Schere ruhte nun in ihrer Hand. Onna schien nur noch auf den perfekten Moment zu warten. Genau wie bei Riley und Katashi. Sachiko achtete genau auf die Schere.
Sobald sie sich bewegte, würde sie... Plötzlich riss Onna die Augen auf. Erschrocken blickte sie sich um. Ihr Mund öffnete sich wie zum Schrei, doch es drang kein Ton aus ihrer Kehle. Hilflos fuchtelte sie mit der Schere in der Luft herum. Sachiko verstand nicht, was mit Onna geschah, doch plötzlich zeichneten sich auf deren Körper feine Risse ab. Als wäre er aus Eis, das allmählich zersprang. Grell weißes Licht schoss durch die Risse in Richtung Himmel. Sie wird angegriffen. Doch von was? Dachte Sachiko. Nein! Kreischte die Geisterfrau. Nein! Panisch wandte sie sich um und stieß einen markerschütternden Schmerzensschrei aus. So schnell sie konnte, flüchtete Onna den Holzsteg hinauf, um Sekunden später im Nebel zu verschwinden. Der Nebel begann sich aufzulösen, kaum dass Onna darin verschwunden war, und Sachiko sah Hassan auf dem Parkplatz stehen. Er sah hundemüde aus. Aus einer Platzwunde am Kopf lief ihm Blut übers Gesicht. Dennoch lächelte er. Langsam ging er auf Jack zu, der immer noch auf dem Boden kniete. Hassan streckte die Hand aus und half ihm auf die Beine. Jack war sichtlich angeschlagen. »Wie hast du das gemacht?«, fragte er. Hassan hielt ein kleines Glasfässchen in die Höhe. »Wäre sie nicht so schnell geflüchtet, hätte ich hier noch mehr.« Neugierig tat Sachiko einen Schritt vor und griff nach dem Salzfässchen. »Was ist das?« Geweihtes Salz, irgendwo aus Japan.« Das war es. Die Waffe, die sie im Kampf gegen Onna bräuchte. Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass gegen eine mächtige Geisterfrau wie Onna eine Waffe existierte, die sie zurück in die Hölle verbannen würde. »Ist aus unserer Waffenkammer«, erklärte Hassan. »Professor Rashbold hat es mir gegeben.« »Wo ist Stacy?«, fragte Sachiko. »Geht es ihr gut? Ist sie in Sicherheit?« Sachiko war beruhigt, als Hassan die Fahrertür öffnete und sie feststellte, dass Stacy ihr Bewusstsein zurückerlangt hatte. »Alles in Ordnung bei dir?«, fragte Hassan. Sie fasste sich an den Kopf. Offenkundig stand sie ein bisschen neben sich. »Im Moment sehe ich alles doppelt, aber es geht gleich wieder. Tja, mein Lieber, eines ist dir aber schon klar, oder, Hassan?« Was denn?« »Du wirst den Rest des Jahres mein Essen bezahlen.« Hassan lachte laut auf. Sachiko hatte keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte, doch sie war beruhigt, dass ihre Kollegen Zeit für ein paar Späße fanden. »Ich habe unsere Amigos aufgegabelt«, sagte Hassan. Sachiko winkte zögerlich. »Na, du Einzelkämpferin?«, meinte Stacy sarkastisch. »Ja, ja, tut mir echt leid.« »Schon in Ordnung.« Stacy deutete auf Hassan. »Viel schlimmer ist, dass ich mit dem Typen allein losziehen musste.« Jack trat an das Auto heran. »Was macht der denn hier?«, fragte er. Sachiko wusste im ersten Moment nicht, wen er meinte. Doch dann sah sie, wer bewusstlos hinter dem Steuer saß. Katashi, er lebte. »Er kämpft auf unserer Seite«, sagte Stacy. »Ach so?«, fragte Jack. »Meiner Erinnerung nach hat er gerade erst eine Waffe auf mich gerichtet.« Sachiko beugte sich in den Wagen und schaute auf den Verband unter dem zerrissenen Hemd. Sie hatte geglaubt, Katashi wäre verblutet. Aber der Stich mit der Schere hatte ihn weniger schwer verletzt, als sie angenommen hatte. Sie musterte Katashi. Ja, er kam im Auftrag ihres Vaters. Doch als es darauf angekommen war, hatte er an ihrer Seite gegen Onna gekämpft und beinahe sein Leben verloren. »Katashi, wie geht es dir?«, flüsterte sie auf Japanisch. Langsam öffnete er die Augen, blinzelte. »Sachiko«, sagte er. »Und ihr?« »Ich werd's überleben. Was macht die Bauchwunde?« Katashi lächelte. »Ich werd's überleben. Wir werden noch einmal gegen Onna kämpfen müssen«, sagte Sachiko. »Ich nehme es dir nicht übel, wenn du ihr nicht noch ein weiteres Mal gegenübertreten willst.« »Ich habe deinem Vater ein Versprechen gegeben, dich zu beschützen, egal was passiert.« »Also kämpfst du mit uns?« Katashi nickte. »Ich kann dir vertrauen?« »Ich schwöre es, beim Leben deines Vaters.« Sachiko nickte. »Kannst du kämpfen?« Katashi erhob sich langsam, aber er besaß die nötige Kraft. Er stieg aus dem Auto. Sachiko wollte ihn stützen, doch er verzichtete.
Er hielt sich die Wunde und lächelte. Brennt ein bisschen. Dann atmete er tief durch und ging um den Wagen herum zu den anderen. Der Nebel schien sich vom Parkplatz in die Halle zurückgezogen zu haben. Sachiko bewegte sich vorsichtig durch die dichte Nebelwand, neben ihr Jack und Katashi. Stacy und Hassan waren direkt hinter ihnen. Auch wenn Sachiko nicht allein war, hatte sie Angst. Bleischwer lag sie ihr im Magen. Angst, die sie nicht empfinden wollte. »Bleib dicht zusammen«, sagte sie den anderen. Noch immer war sie klatschnass. Ihre Hände zitterten von ihren Haarspitzen, rannen ihr Wassertropfen den Nacken hinab. Schlimm daran war, dass sie die Kälte, die Nässe, das Bad im Fluss daran erinnerten, wie sie einst vor Onna geflüchtet war und den gespenstischen Atem der Geisterfrau in ihrem Nacken gespürt hatte. »Reiß dich zusammen«, sagte sich Sachiko. »Bleib hartnäckig.« Sie folgte der Abflussrinne in der Mitte der Halle. Sie allein bot Orientierung, denn dichter Nebel nahm ihnen jede Sicht. Die Presspappwände der Verkaufsstände knackten in Kälte und Nebelfeuchte. Es klang jedes Mal, als würde sich jemand aus dem Nebel heraus auf sie stürzen. Es war zum Wahnsinnigwerden. Sachiko blieb stehen, als sie vor sich auf dem Boden Rileys Leiche liegen sah. Ihn hier liegen zu sehen, versetzte ihr einen Stich mitten ins Herz. Riley lag mit ausgebreiteten Armen und Beinen da, in einer Lache aus Blut, neben sich das gebrochene Metallrohr, sein improvisierter Jaw. Seine Lippen waren blau, seine Augen starr gen Decke der Halle gerichtet. Sachiko kniete sich neben ihn, strich ihm sanft über die Wange. Sie war eiskalt. Katashi kniete sich neben sie, flüsterte: »Mach's gut, alter Freund.« Mit der Hand fuhr Sachiko über Rileys Gesicht und schloss ihm die Lider. »Auf dass wir uns wiedersehen. Irgendwann«, flüsterte sie. Dann beugte sie sich vor, um dem Toten einen Kuss auf die Wange zu geben. Hassan stellte fest, dass es in der Halle überhaupt nicht mehr nach Fisch roch. Die Kälte hier ließ keinerlei Gerüche zu. Nun, er musste zugeben, dass ihm der Geruch von Fisch mehr zugesagt hätte. Das Salzfässchen hatte er in der Hand. Es zu spüren gab ihm Sicherheit. Er würde einen Teufel tun, es noch einmal zu verlieren. Schließlich war es die einzige Waffe im Kampf gegen Onna. Er fand es etwas unpassend, dass Sachiko und Katashi vor Rileys Leiche niederknieten und trauerten. Im Moment sollte Onna höchste Priorität haben. Sie konnte hinter jeder Ecke oder zwischen jedem der Verkaufsstände lauern und auf einen günstigen Moment warten. Andererseits wollte Hassan nicht den Taktlosen geben, der einem Toten keinen Respekt zollte. Er hoffte nur, dass Sachiko wusste, was sie tat. Ein Wimmern drang an sein Ohr. Hassan konnte nicht zuordnen, ob irgendwo Wind heulte oder ob es ein Lebewesen war. Sein Blick ging zu einem der Verkaufsstände rechts von ihm. Styroporkartons stapelten sich dort. Viel mehr konnte Hassan nicht sehen. Zu dicht war der Nebel, der sich über den Stand gelegt hatte. Da war es wieder. Ein Wimmern. Hassan schlich auf den Verkaufsstand zu, darum bemüht, dass seine Sneakersohlen nicht über den nassen, gekachelten Boden quietschten. Direkt vor ihm blitzte etwas im Nebel auf. Mit einer Hand gegen die Styroporkartons gestützt, beugte er sich vor und spähte in den Nebel. Wieder blitzte es im Nebel auf. Erst jetzt begriff er, dass das, was da blitzte, die Klingenspitzen einer gigantischen Schere waren. Leute! Sachiko hörte die Dringlichkeit in Hassans Stimme. Wurde er bedroht? Sie wandte sich um. Eiskalt lief es ihr den Rücken hinunter, als sie Hassan sah, die Schere am Hals, und hinter der Waffe blitzten Onnas von Wahnsinn gezeichnete Augen. Sie war bereit, ihm die Kehle durchzuschneiden. Das Salz! Sie muss das Salz wahrgenommen haben! Hassan hielt das Salzfässchen verzweifelt in die Höhe. Onna drückte die Klinge mit mehr Nachdruck gegen Hassans Hals. Zerstöre es! Forderte sie wild. Die Klinge ritzte die Haut gleich über Hassans Kehlkopf auf. Blut sickerte aus der Wunde. Nein! Keuchte er. Ich kann nicht! Tu es verdammt nochmal! Rief Stacy. Die Angst um Hassan war ihr anzuhören. Zerstöre es! Hassan zögerte, selbst als Onna ein Fauchen von sich gab, das einem durch Mark und Bein ging.
Langsam schloss sie die Schere. Die scharfen Klingen trennen ihm den Kopf ab, dachte Sachiko. Tut mir leid, Leute, sagte Hassan. Er holte aus und schleuderte das Salzfässchen zu Boden. Mit einem Knall zersplitterte das Glas, das geweihte Salz blieb als kleines Häufchen auf dem Boden zurück. Sachiko zuckte zusammen, Panik überfiel sie. Was sollten sie nun tun? Das Salz war ihre einzige Waffe. Mein Sohn, zischte Onna und funkelte Hassan an. Stirb! Onnas Augen waren voller Hass. Mit einem rostigen Scharren spreizte sie die Klingen der Schere, um ihm die Kehle durchzuschneiden. Nein! Brüllte Jack auf und stürzte auf Hassan zu. Augenblicklich nahm Onna die Schere von Hassans Hals, ließ sie durch die Luft sausen und verpasste Jack eine Fleischwunde. Der Treffer ließ ihn straucheln und in die Styroporkartons krachen. Katashi und Sachiko eilten herbei. Doch was könnten sie waffenlos gegen Onnas Schere ausrichten? Onna schwang ihre Waffe gegen Katashis Kopf und schlug danach wütend nach Sachiko. Beide gingen zu Boden. Ich werde dich zuletzt töten, Sing, zischte Onna. Hassan versuchte auszunutzen, dass Onna abgelenkt war und zappelte unter ihrem Griff, um sich zu befreien. Vergebens. Die Geisterhand hielt seinen Hals mit unglaublicher Kraft umklammert. Jetzt griff Stacy in den Kampf ein. In der Hand hielt sie ein Metallrohr, der eine Teil des Metallstabs, den sie bei Rileys Leiche gefunden hatte. Hassan sah Stacy entschlossen auf sich zusprinten. Den Stab hielt sie wie eine Lanze und sie schlug auch nicht damit zu, wie Hassan erwartet hatte. Sie warf ihn aus dem Lauf heraus. Er zischte gefährlich nah an Hassans Kopf vorbei. Erst jetzt begriff er Stacys Plan. Sie wollte die Schere blockieren. Onna schlug mit der Schere wild um sich. Rasend vor Wut versetzte sie Hassan einen mächtigen Stoß, der ihn über den Boden segeln ließ wie ein Puck über Eis. Er krachte in die nächste Wand aus Presspappe. Sachiko fand sich auf dem kalten, nassen Hallenboden wieder. Ihr dröhnte der Kopf, ihre Hände waren taub. Onnas Schlag hatte gesessen. Nebel, Onnas ewiger Begleiter, kroch auf Sachiko zu und nahm ihr die Sicht. Wie aus weiter Ferne hörte sie Stacy keuchen und Onna keifen. Sie wird Stacy töten, dachte sie. Sie sollte auf die Füße kommen und Stacy zu Hilfe eilen, doch ihr war schwindelig, alles drehte sich. Sie wandte den Kopf, sah Styroporkartons neben sich, ganze Stapel davon. Ihr Blick wanderte suchend über die Kartons und blieb an einer großen, stabilen Metallstange hängen, die im Mondlicht glänzte. Lies deinen Gegner, hörte sie Riley in ihrem Kopf. Konzentriere dich. Für einen Moment schloss sie die Augen, atmete tief durch. Ich werde dich besiegen, Onna. Du bist nicht stärker als ich. Dann griff sie nach der Stange und sprang auf die Füße. Immer wieder schlug Onna mit der Schere nach Stacy, ungezielt, rasend vor Wut. Nur das war der Grund dafür, dass Stacy jedem Stich und jedem Schlag hatte ausweichen können. Lange aber würde sie das nicht mehr durchhalten. Onna trieb schiere Mordlust an und verlieh ihr unglaubliche Kraft. Den Metallstab fest in beiden Händen schritt Sachiko auf Onna zu. Das kalte Metall gab ihr Kraft. »Hey, Onna!« rief sie. Die Geisterfrau hielt inne und warf ihr einen zornigen Blick zu. Ihre Fratze war hassverzerrt. »Sieg«, fauchte sie, hob die Schere und raste wie eine Besessene auf Sachiko zu. »Sie attackiert dich nicht mit Bedacht«, hörte Sachiko Rileys Stimme in ihrem Kopf. »Sie stürmt blind auf dich zu. Lies deinen Gegner.« Die Schere sauste auf Sachiko nieder. Sie riss den Joe hoch über den Kopf und wehrte die Klingen ab. Die Macht des Schlags zwang sie beinahe in die Knie, aber sie hielt stand. Mit ihrem ganzen Gewicht warf sich Onna gegen den Eisenstab. Sachiko fürchtete schon, dass der Joe in der Mitte brechen würde. Plötzlich ließ Onna ab, vollführte eine Drehung um die eigene Achse, die Schere sauste durch die Luft, so schnell, dass man ihr kaum mit den Augen zu folgen vermochte. Die Spitzen rasten auf Sachiko zu. Lies deinen Gegner. Die Scherenspitzen zielten auf Sachikos Bauch. Sachiko aber hatte diesen Stoß erahnt und hielt den Metallstab schützend vor sich. Metall klirrte gegen Metall, Funken sprühten. Sachiko spürte es,
Ihr Joe könnte jeden Moment brechen. Auch Honor spürte es. Triumphierend riss sie den Mund zu einem sadistischen Grinsen auf, der all ihre Zähne entblößte. Das Metall bog sich, als wäre es Gummi. Die Spitzen der Schere kamen Sachikos Bauch gefährlich nahe. Schließ deinen Gegner. Sachiko ließ sich rückwärts fallen, riss den rechten Fuß hoch und traf mit dem Spann die stumpfe Seite der Schere. Honor schlug es die Schere aus der Hand. Ihre Mordwaffe wurde quer durch die Halle geschleudert, klirrte viele Meter weiter auf den Mittelgang der Halle und blieb dort liegen. Unerreichbar für Honor. Sie kreischte auf. Kein heiseres Wutgeschrei, es war Verzweiflung, Angst, Verunsicherung. Sie wich zurück. Die vier, die zu Boden gegangen waren, Katashi, Jack, der einen tiefen Schnitt in den Arm abbekommen hatte, Hassan und Stacy rappelten sich auf. Sachiko, rief Jack, das Salz! Hektisch suchte sie den Boden ab. Wo zum Teufel war das Salz? Das kleine Häufchen Salzkörner war unscheinbar. Doch Sachiko entdeckte es. Es lag im Gang, vor dem Verkaufsstand, direkt zu Onas Füßen. Onna bewachte das Salz wie einen Schatz. Gleichzeitig versuchte sie, die fünf Gegner im Auge zu behalten, die sie eingekesselt hatten. Sachiko gab das Zeichen, den Kreis enger zu ziehen. Onna ruderte wild mit den Armen, um sich die Angreifer vom Leib zu halten. Ihre langen Fingernägel waren gefährliche Waffen. Jack versuchte es mit einem direkten Angriff. Er schnellte nach vorn, das Salz anvisiert, doch Onna fuhr zu ihm herum und Jack wich zurück. Das funktioniert nicht, sagte Katashi. Sachiko stimmte ihm zu, aber was würde funktionieren? Die Gruppe umkreiste die Geisterfrau, die sie anfauchte wie eine gereizte Großkatze. Lenk sie ab, raunte Hassan Sachiko zu. Das kannst du am besten. Sachiko blickte in Onnas eiskalte, weit aufgerissene Augen. Hektisch wanderte deren Blick hin und her, die Hände hielt sie schützend vor sich. Furchterregend? Nein. Für Sachiko war Honor nur noch erbärmlich. Hey, Honor, erinnerst du dich an damals, als du mich gefragt hast, ob ich dich schön finde? Fragte Sachiko provozierend. Die Geisterfrau horchte auf. Um ehrlich zu sein, finde ich dich ziemlich hässlich. Honor brüllte auf. Sie ertrug es nicht, verhöhnt zu werden. Wut packte sie und sie stürzte sich auf Sachiko. Die nahm die Fäuste zur Deckung hoch und schaltete jeden Gedanken daran, was passieren würde, wenn der Geist sie erreichte, aus. Dass Onna vor Wut raste, machte sie noch gefährlicher. Rasende Wut kann blind machen, dachte Sachiko. Das kannte sie von sich selbst nur zu gut. Da, ganz unerwartet, sie hatte Sachiko fast erreicht, brach Onna ihren Angriff ab. Sie röchelte, bäumte sich vor Schmerzen auf, rang nach Luft. Wie zuvor schon auf dem Parkplatz schien ihr Körper von innen heraus Risse zu bekommen. Erst waren sie haarfein, wie Risse in angestoßenem Porzellan. Und so klang es auch. Wie Porzellan, das mit leisem Knacken in 100 Einzelteile zu zerspringen drohte. Die Risse wurden tiefer, brachen schließlich auf und Licht schoss hindurch, viel greller als zuvor. Dann kam Hassan in Sachikos Blickfeld. Als hinge sein Leben davon ab, sprintete er auf Onna zu und warf im Lauf geweihtes Salz auf sie, zielte vor allem auf ihren Kopf. Vor Schmerzen kreischte Onna, den Mund grotesk weit aufgerissen. Es schien, als würde ihr entstelltes Gesicht gleich auseinanderfallen. Immer noch kreischend warf sie den Kopf in den Nacken und sie spie Licht gen Himmel, einen Strahl so gleißend hell wie die Sonne. Schützend riss Sachiko die Hand vors Gesicht. Sie stirbt. Sie löst sich auf. Onnas Körper brach auf. Das gleißende Licht riss ihn auseinander. Ihr Kimono verfärbte sich rußschwarz, als wäre er zu Asche verbrannt. Sachiko schloss reflexartig die Augen. Sie spürte, wie die Hitze des Lichts ihr auf der Haut kitzelte. Onnas markerschütternder Todesschrei hallte von den Wänden des Fischmarkts wieder. Dann, von einem Moment auf den anderen, war alles vorbei. Onnas Schrei verstummte. Totenstille, wie nach einem mächtigen Donnerschlag. Sachiko nahm die Hände von den Augen. Die Geisterfrau war fort. Nichts war von ihr zurückgeblieben. Nichts. Als hätte die Hölle, deren Ausgeburt sie war, sie geschluckt. Und mit ihr verschwand der Nebel.
Sachiko atmete tief durch. Eine Last löste sich von ihren Schultern. Sie war den Freudentränen nahe. Onna ist besiegt, dachte sie. Sachiko blickte in die Gesichter ihrer Kampfgefährten. Aus allen sprach Erleichterung. Sie schaute zu Riley hinüber, der still und tot mitten im Fischmarkt lag. Wir haben es geschafft, dachte sie und nickte ihm zu. Der Nebel hatte sich gelichtet. Mondlicht fiel auf den Parkplatz, der sich bald mit den Autos und Lastwagen von Käufern und Verkäufern füllen würde und von denen, die der Yard schickte, um hinter Sinclairs Truppe aufzuräumen. Sachiko hatte Katashi immer für einen Krieger gehalten, dem es schwerfiel, ein freundliches Gesicht zu machen. Ein Krieger war er, das stimmte, aber er hatte ein freundliches Gesicht. Momentan ein eher trauriges. »Also«, sagte er, »werde ich dich bei Rileys Beisetzung sehen?« Sachiko nickte. »Aber nur komplett vermummt und mit Sonnenbrille. Und gleich, wenn's vorbei ist, verschwinde ich klamm und heimlich.« Katashi lächelte. »Du solltest dir die Haare etwas unauffälliger färben, sonst erkennt dich dein Vater aus 3 Kilometern Entfernung.« Sie fuhr sich durch das lilafarbene Haar. »Ja, vielleicht sollte ich das.« »Was soll ich ihm von dir ausrichten?« »Dass ich gut auf mich selbst aufpassen kann und dass er es sich sparen kann, mir Agenten hinterherzuschicken.« »Wenn du es ihm nicht persönlich und ganz drastisch klar machst, wird er das wohl kaum aufgeben. Ich fürchte, ihm ist egal, was ich sage.« »Versuch trotzdem, es ihm auszureden«, bat Sachiko. »Ich setze doch nicht Leben und Karriere für dich aufs Spiel.« Sie lachten beide. »Pass gut auf dich auf«, sagte der Muskelmann schließlich und nahm Sachiko in den Arm. »Na dann, gute Heimfahrt«, sagte sie und deutete auf den Mercedes, der nach wie vor die Schnauze ramponiert, die eine Seite aufgerissen, die Windschutzscheibe zerstört, vor der Laterne stand, in inniger Umarmung sozusagen. »Das heißt, wenn dein Wagen mitmacht.« Mit dem Nebel war die unnatürliche Kälte verschwunden. Zwar war Hassan so müde, dass er 3 Tage hätte durchschlafen können, seine Füße trugen ihn wie auf Autopilot über den Asphalt, doch tief in seinem Herzen war er zufrieden. Er hatte heute Enormes geleistet. Er schlurfte auf seine Klapperkiste von Wagen zu, wo ihn Stacy, gegen den Kofferraum gelehnt, bereits erwartete. Wie sie dastand, so grazil, so anmutig. Hassans Herz schlug höher. »Schlaf da nicht ein«, rief Hassan ihr zu. »Sagst ausgerechnet du, du Gurke.« Hassan lehnte sich ebenfalls gegen den Kofferraum, atmete tief durch. »Tut mir leid, wenn ich dir manches nicht zugetraut habe.« Stacy schlug einen ernsten Ton an. »Naja, letztendlich hast du das Salz geworfen. Du hast Onna besiegt.« Hassan lächelte. Welch süßes Gefühl, das aus ihrem Mund zu hören. »Heißt das, du wirst den Rest des Jahres mein Mittagessen zahlen?« »Nein, du Idiot, das heißt einfach nur Entschuldigung.« Stacy boxte Hassan gegen die Schulter. Er lachte laut auf. Es war immer ein gutes Zeichen, wenn Frauen einen boxten, das wusste er. Er blickte in ihre dunklen Rehaugen, in denen er sich verlieren konnte. »Los, frag sie.« Er biss sich auf die Unterlippe. Die Worte wollten ihm nur schwer über die Lippen. »Los, jetzt oder nie.« »Stacy«, stammelte er. »Ich, na ja.« Stacy hob skeptisch die Augenbrauen. »Ja?« »Was hältst du davon, wenn ich ein einziges Mittagessen spendiere? Also nur für uns beide. Außerhalb der Academy, meine ich.« Sie antwortete nicht. Beide schwiegen sich an, als wüssten sie nicht, was sie sagen sollten. Und plötzlich brach sie in Gelächter aus. Ihr schallendes Lachen hallte über den gesamten Parkplatz. Hassan verzog das Gesicht. »Das ist deprimierend«, dachte er. Als sich auch noch Sachiko und Katashi nach den beiden umdrehten, schlug er die Hände vors Gesicht. »Das war ein guter Witz, Hassan.« Stacy ging um das Auto herum. »Du bist echt lustig.« Er knirschte mit den Zähnen. »Klar, ich bin ein echter Witzbold«, dachte er. »Komm«, forderte Stacy ihn auf und öffnete die Fahrertür. »Zurück in die Academy, und diesmal fahre ich. Du trödelst ja schlimmer herum als meine Oma.«
Hassan atmete tief durch. Ein andermal vielleicht, dachte er. Sachiko schleifte die riesige Schere hinter sich her, den Steg entlang. Sie benötigte beide Hände dafür, aber das war nicht das Schlimme daran. Es machte Angst, wie nur eine Waffe Angst machen konnte, mit der jahrhundertelang gemordet worden war, an der noch Blut klebte. Ihre Teammitglieder hatten vorgeschlagen, Onnas Schere in die Asservatenkammer der Sinclair Academy zu transportieren. Professor Rashbold würde sich außerordentlich freuen, wie über jeden magischen Gegenstand, der seine Sammlung erweiterte. Aber Sachiko wollte nichts in ihrer Umgebung haben, was auch nur ansatzweise mit Onna zu tun hatte. Bliebe die Schere, mit der zwei der wichtigsten Menschen in ihrem Leben ermordet wurden, in ihrer Nähe, fände sie keine Ruhe. Ihre Kollegen hatten Sachikos Einwand sofort akzeptiert. Als sie etwa die Mitte des Steges erreicht hatte, holte Jack sie ein, um mit anzufassen. Sie hieften das schwere Metall bis an den Rand des Stegs. »Ich habe Edgar Hughes erreicht«, erzählte Jack. »Sie sind auf dem Weg.« »Das ist ja toll. Wie machen Sie das ohne Motor?« »Lassen sich abschleppen«, Jack lächelte. »Wie fühlst du dich?« Sachiko schluckte. Viel ging ihr im Kopf herum und so richtig hatte sie noch nicht realisiert, dass Riley tot war. Doch darüber wollte sie nicht sprechen. »Onna ist tot«, sagte sie. »Das zählt.« »Riley war großartig. Gewissermaßen hat er uns alle gerettet.« »Ja, das hat er.« Sachiko versuchte, ihre Trauer zu verbergen. Es gelang ihr nicht. »Ich war ein Idiot«, sagte sie. »Ich wollte Onna alleine bekämpfen. Niemand von euch dabei haben. Das war ein Fehler.« »Ja, stimmt«, gab Jack zu. »Aber ich weiß nicht, wie ich an deiner Stelle reagiert hätte.« Sachiko ging in die Hocke, um die gigantische Schere in die Höhe zu hieven. Jack half ihr. »Auf drei«, sagte er. Bei drei hieften sie Onnas Schere über den Steg und warfen sie ins Wasser. »Auf dass dieses verdammte Ding nie wieder auftauchen möge«, dachte Sachiko. Lange herrschte Stille. Sachiko freute sich auf das Ende der Nacht. Sie hatte genug von Nebel und Kälte. »Was denkst du?«, fragte Jack. »Wirst du mit deinem Vater eines Tages reden können?« »Eines Tages«, antwortete sie. »Aber nicht allzu bald.« Jack nickte. »Die leibliche Familie kann man sich nicht aussuchen, dafür aber die Ersatzfamilie. Und solange du willst, werden wir von der Academy deine Ersatzfamilie sein.« Sachiko lächelte. »Was ist daran so lustig?«, fragte Jack. »Es ist nicht lustig. Es ist süß, aber auch verdammt pathetisch.« Sie schauten auf die Themse. Währenddessen begann der Betrieb am Billingsgate Fish Market. Stände wurden aufgebaut und die Händler brachten ihren Fisch an den Mann. So wie jeden Tag. Das war Sinclair Academy, Folge 2. Onna, die Frau mit der Fratze. Gelesen von Thomas Balou Martin. Eine Produktion von Lübbe Audio 2016.